Wir machen jetzt ein kleines Spielabend mit Fabo, Stegi, Heiko und auch Fiete, der heute zum allerersten Mal gefühlt einen PC bedienen wird. Klappt hier alles? Ist hier alles Also ich sitze hier und ich warte. Same. Heiko voll sauer. Nein, ich habe was zu essen geholt, ich bin so am Chillen. Alter, ist sehr locker. Okay, warte mal, ich packe Fiete mal mit in den Call. Alter, hat er so richtiges Streaming-Setup jetzt dann auch oder nur so zum Zocken erstmal? Ich glaube, bis da irgendwann mal ein Stream startet, das wird nochmal ein anderes Kapitel, aber... Mann, sein Profilbild! Ich bin jetzt erstmal gespannt, die Stimme zu hören. Zeig mir das Mikro. Oh Gott, Alter. Das ist leise. Du bist ultra leise. Ja, Wie weit entfernt sitzt du von deinem Mikro? Ziemlich nah dran für meine Verhältnisse. Also, du kannst ja einfach lauter reden. Ist es richtig rum? Junge, ehrlich, Basti, warum machst du das immer mit mir? Okay, du, dann ist alles... Und dann, wenn andere Leute zuhören, dann bist du wieder so, das verstehe ich nicht. Nein, ich will ja nur sicher gehen. Du bist der neue Fiete. Ich bin der neue, ja, wirklich. Du musst da jetzt durch, sing für uns. Du musst Shift und F2 drücken und dann kommst du in dieses Social-Menü, wenn du Monopoly offen hast. Digga. Shift F2, chill jetzt mal. Boah, Alter, was war ehrlich. Der war ein bisschen too much. For real, Alter. Ja, okay, ja, aber vorhin mir noch erzählen, also bei der Frage, ob Mikro richtig rumsteht, aber jetzt, boah, er ist drin. Alter, jawohl. Da ist er. Alter. Oh, der Monopoly-Abend, er geht weiter. Alter, ist das krank. Viele, wir haben uns auf was geeinigt, ne, du weißt. Ja, ich bin nicht hundertprozentig, sehr gut. Ja, okay, nee, nur das. Okay. Ganz kurze Frage, worauf wurde sich hier vorher geeinigt? Das geht dich überhaupt gar nichts an. Eine Frage habe ich noch. Wie kriege ich mich hier im Notfall kurz auf Mute gestellt? Du hast auf deinem Mikro, glaube ich, hast du da nicht so einen Pegel, den du so einfach runterdrehen kannst? Mikrofon abstecken. Okay, ja, Moment. Warum? Was ist denn jetzt auf einmal auf beiden Bildschirmen Monopoly? Oh nein. Er spielt mit zwei Instanzen mit, einfach. Nee, hat's auch wieder. Ja, ist auch kein Problem. Also wenn das Spiel abschmiert, nicht schlimm, weil ich habe nur 5 gewürfelt. Nee, aber... Ja. Ich spiel's auch einfach mit Maus, oder? Schön, Heiko. Ja, ja. Ja, genau, Maustastatur einfach. Also du musst jetzt gleich zum Beispiel Enter einfach gedrückt halten zum Würfeln und so und... Das geht aber auch mit der Maus, glaube ich, oder? Oh, nee. Ja, genau. Ja, geht auch mit der Maus. Ich glaube, ja. Ich spiele mal mit Tastatur, ne? Also, dass ich mit der 5 gerade auf der 2 bin, ist unfassbar. Ja. Ja, gut gemacht. Alter. Ja. Stark. Nicht schlecht. Als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Der hat mal höher gespielt. Was für ein toller Tag für Monopoly. Alter, warst du eine krasse Map? War das schon immer so? Ja, okay. Ja, ich kann auch mal. Guck mal, wie schnell der Würfel, der ist heiß. Alter. Der ist richtig heiß. Er skippt auch, okay. Digga, hä? Ed Try hattest du gesagt, der hättest du doch wirklich zum ersten Mal gespielt, oder? Ja, nee, gut. Das Game nicht, aber... Hast du es echt schon häufiger gespielt? Oh, sorry. Siehst du. Ja klar, das gibt's auf der PlayStation auch. Ich habe ja immer gesagt, wir können das über Crossplay spielen, aber ihr wolltet ja nicht. Tim, danke für 7 Monate. Hey, sorry, Digga, was ist das für ein Vorwurf? Sorry, Fiete. Sorry. Sorry, Digga. Tut uns leid. Ich weiß aber... Dann hättest du es ja gar nicht auf Dings holen müssen, dann hättest du das mal gesagt, hätten wir ja die ganze Zeit schon Monopoly spielen können. Hättest du es mal gesagt? Kam das gerade von dir, wirklich? Ja, also ich wusste wirklich nicht, dass es Crossplattform geht. Ich starte auf Braun. Oh. Was denn? Ja, ist ja nicht schlecht. Du weißt, als HSVer darf man Braun nicht kaufen, ne? Alles klar. Ich hab's nicht gecheckt. Ja, und da fängt schon an. Aber der war nicht schlecht wahrscheinlich. Sag mal Position, Stegi. Sturm. Oha. Flügel. Linker Verteidiger. Die Bank sucht nach einem Investor. Mhm. Macht er clever. Naja, einfach mal alles aufzählen, ne? Irgendwas wird schon stimmen. Ja. Jawohl. Oh, auch nicht schlecht. Ist stark, oder? Ist nicht schlecht. Happy Feats. Happy Feats ist am Zug. Okay. Gibt ihr eigentlich auch? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ob was? Gibt ihr die Dings eigentlich auch? Oder? Weil ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, wir skippen auch. Ja.
Na klar. So, auf welcher Taste kaufe ich das jetzt? Ja. Willst du kaufen? Alter, hat gekauft. Okay. Oh mein Gott. Boah, war stark. Was sind hier die Taktiken für den heutigen Tag? Nicht raustappen. Es wäre ernsthaft schön, mal hier was zu Ende zu spielen, ne? Naja, aber wenn es halt schlecht läuft, da kann ich für nichts garantieren, du weißt. Wie ist denn dabei die Quote beim Zusammensturz von Ich sag dir ehrlich, die Quote ist nicht gering. Die ist nicht gering, leider. So ein Drittel wird vielleicht fertig gespielt, der Rest stürzt. Ich war noch nie in einer Runde, die abgestürzt ist. Boah, das ist ein guter Punkt. Umgekehrt, ich war noch nie bei einer dabei, die Ich sag ehrlich, die letzten fünf, die wir gespielt haben, sind, glaube ich, alle abgestürzt, ne? Also das ist... Hast du da zufälligerweise verloren? Nee, aber erstmal geht's hier. Es geht erstmal nach Österreich. Voll gut. Danke dir vielmals. Wollen wir vielleicht jetzt schon zusammenstürzen lassen alles? Ja, oha, er vertreibt doch. Ja, den tüte ich ein. Aber wobei man sagen muss, auf PlayStation hättest du jetzt aber... Ja gut, hättest du auf PlayStation gespielt, hättest du auch über PC an Discord gehen können. Ja, eigentlich... Ja, es spricht eigentlich... Wir hätten schon die ganze Zeit spielen können, oder was? Aber wahrscheinlich ist die... Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zusammenbricht bei Crossplay, ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ja, also ich muss auch sagen, also Crossplay haben wir halt wirklich noch nie probiert. Wir haben halt alle immer, wenn nur über PC gespielt. Ja, dafür habe ich jetzt hervorgesorgt hier. Jetzt müssen wir das noch nie probieren. Ist das erste Mal, dass du einen PC so hast? Dass ich privaten PC habe, ja. Ja, ja, krass. Also auch in der Schule musste man an einem gewissen Punkt auch so. Willst du jetzt ein bisschen auf jung tun oder so, Stege? Was ist? Willst du ein bisschen auf jung machen oder was ist jetzt der Plan? Nein, ich dachte, das ist so einfach. Also ich weiß ich nicht. Vielleicht verwechselst du das Studium halt alt, weil mit der Schule. Weil heutzutage wahrscheinlich... Ich bin jünger als du, Stegi. Ja, ich weiß. Aber wahrscheinlich hast du ein Tablet in der Schule gehabt? Nee, Laptops. Alter. Ja, okay. Aber Windows? Oh. Jo. Ja, also wie gesagt, das ist Great jetzt nicht start. Komplett fremd für mich, aber... Ja, okay. So, das ein bisschen strukturiert aufzubauen, sage ich mal, ist neu. Mhm. Richtig. Ja, sehr stark vorbei. Oh. Ich meine halt passt, weil, weißt du, ich darf nochmal. Voll stark, Fabio, nimm dir doch den Bahnhof damit. Oh, schade. Ja, was denn? Dauert das halt auch ewig, ne? Nein, es geht schnell mit Basti, du weißt doch. Also ich bin sowieso der Erste, der raus ist. Ja, zu fünf kann so eine Runde schon mal länger dauern, aber ich finde es gut, wir spielen hier gerade zügig, es wird alles geskippt, keine Animation angeguckt und so, das ist schon gut. Kein Trash-Talk, so, das ist angenehm. Ja. Heiko, willst du nicht so viele Karten kaufen oder was? Nee, ich spiele auch ohne Heiko. Trader, weißt du? Was? Ist eine gute Taktik erstmal. Digga, wie schnell du wirst. Was ist denn jetzt los? Irgendwie das wieder skippt. Okay. Nice. Also Fiete, du hast da vorhin was angesprochen. Nur so als Frage. Ja. Braun wird jetzt gekauft, ja? Oh. Da wird er direkt enttarnt als Plappermaul. Ich mach den Gag immer, aber als HSV-Atze darfst du echt nicht Braun kaufen, ne? Also wirklich. Tatsächlich muss ich diesmal sagen, es ist mir wichtiger, Basti zu sabotieren in diesem Spiel. Oh. Alright, ja gut. Hey. Er liest nicht, es interessiert ihn nicht, was da draufsteht. Nein. So, Wii, danke dir. Digga, was für ein scheiß Bahnhof. Ich hasse die Dinger. Viele, aber es kommt jetzt nicht so eine negative Energie seit unserer 51 Club Games Session, ne? Also überhaupt das ist jetzt. Nee, das ist jetzt, da ist jetzt nichts noch so vom letzten Mal. Nee, okay. Die war davor schon da. Nein, ich lass mir hier unsere Verbindung, zerstören. Nein, das geht gar nicht. Da müssten wir schon noch ein paar Mal Darts gegeneinander spielen, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Du darfst auch nicht vergessen, Rocket League lief ja auch unfassbar gut. Spielt ihr nochmal Rocket League? Wo kann man sich auf Mute stellen? Okay. Naja, aber das kannst du nicht sagen. Die letzte Rocket League Session war ja wirklich gut. Da gibt's also Nein, die war wirklich gut. Nein, die hat auch echt Bock gemacht. Und ich find's auch wirklich nach wie vor gut, dass wir seitdem nicht nochmal reingegangen sind. Das ist halt wirklich, wir ruhen uns auf den Erfolg halt aus, wirklich. Oh, Mann.
Alter, Das ist Glückwunsch. War ein Fuffi. Alter, und nicht schlecht, nimm mal mit. Ich sage ehrlich, das läuft hier noch nicht so gut. Es läuft noch nicht so rund. Und wenn ich schon wieder raushöre, dass es hier irgendwelche Verhandlungen vor der Runde vorher gab, in die ich nicht involviert war, ich höre nur, der muss sabotiert werden, der darf nicht gewinnen. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe schon, weil ich häufiger Monopoly gewinne oder so, aber ich krieg den Ruf auch nicht weg, dass ich halt auch irgendwie blöderweise immer als unfairer Spieler so festgenagelt werde, was halt überhaupt nicht stimmt. Doch. Basti, du hast mich vorgestern vor tausenden Leuten stundenlang gepeinigt und mir nicht einmal in Hauch einer Chance gegeben. Okay, pass auf. Worin? Wir haben, halt dich fest, wir haben Memory gespielt, 4 gewinnt. Wir haben, also das waren jetzt auch Spiele, die ich habe gedacht, wir machen so einen entspannten kleinen Würfel- und Kartenspielabend, quatschen dabei ein bisschen und jetzt kommst du wieder, ich habe da jetzt nicht das super kompetitive, weiß ich nicht, den super Competition-Abend gesehen. Ja, aber das, du kennst mich doch inzwischen gut genug, um zu wissen, dass der dann trotzdem kommt, oder nicht? Und was ich mitbekommen habe, ist, Fili hat sich am Anfang voll drauf gefreut, danach war er richtig pisst. Er hat sich richtig krass gefreut. Ich spiele heute Abend mit Basti Kniffel, das wird voll so. Ich habe gesagt, weißt du, wie Kniffel geht? Er hat eine Runde Kniffel gewonnen. Ich habe einmal gewonnen, er hat einmal gewonnen, jeder hat einmal eine Runde Kniffel gewonnen. Es war eigentlich also ich rede gar nicht von den Games, Ich rede von den Games, wo bei dir stand, bereits 340 Mal gespielt. Ja. Lass mich ran. Ist das so ein Game, wo so farbige Bälle sind und so? Zum Beispiel das. Ja, eine Runde, krasses Game, eine ne? Runde 6 Kugelpuzzle wollte ich einfach nur einmal zeigen. Der ist auf so einem Subreddit zu diesem Game. Der ist in so einem Forum angemeldet, bei dem er immer so auf die neuesten Patchnotes wartet. Das ist so krass. Ich habe Bowling gespielt. Ich habe beim Bowling 8 Minuten gebraucht. Handgezählte 8 Minuten, bis ich das erste Mal es hinbekommen habe, diese Kugel auf die Bahn zu bringen. Aber es ging ja an diesem Abend darum, dass du das einfach mal, dass wir es einfach zum ersten Mal spielen, damit du es siehst und so lernst daraus, dass beim nächsten Mal halt immer wieder besser wird. Ja, aber hättest du dann nicht einfach auch mal die Kugel so rechts rauswerfen können, Basti? Nein, Basti hat ganz gnadenlos die Curve Shots mit 180 km/h. Ja, wollte ich gerade sagen, er nimmt die Dinger mit Ephes und das ist krass einfach. In der Testrunde, die dich gezählt hat, in der es darum ging, dass wir die Steuerung für ihn halt erst. Mhm. Ja, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, genauso wie es hier auch in der Runde nicht läuft. Nee, Fabo, ich wollte mal hinten noch eine Frage, by the way. Yo, was denn? Das Blau da, was du da hast, ne? Fabo, hast du auf gar keinen Fall. Du hast recht wenig Kohle. Ich gebe dir 500 Tacken. 26 mehr. Ich gebe dir 500 Tacken und die ist meine? Ja, lass machen. 600 Tacken? Nein. Mein Junge. 700 Tacken? Häng mal eine Null ran. Ich brauch kein Geld jetzt. Ja, so viel kann man da gar nicht ausgeben in dem Game, hä? Nee, du Stieg, aber Dankeschön. Du kannst mir ja geben. Und ich gebe dir alle meine Straßen, die ich hab. Ja, du hast nicht so viel Cash leider. Ja und? Aber ich geb dir Bahnhof, ich geb dir Gelb, Grün, weißt du, Hellblau. Guck mal, Hellblau kannst du eh brauchen. Weißt du? Aber das wäre mein Deal, weißt du? Du gibst mir die blaue und ich geb dir alle restlichen Karten, die ich habe. Aber sonst. Du hast ja nicht mal das Cash, Bro. Ich geb dir noch Bahnhöfe dazu. Ich bin großer Freund von Bahnhöfen. Also falls du irgendwann mal ein Gut haben willst bei mir, dann Bahnhöfe. Okay, wenn du mir dafür Cash gibst, ich geb dir alle meine Bahnhöfe, die du möchtest. Du bist echt ein Bahnhofsfan? Ich bin Bahnhof-Fan, ja. Nee, aber akzeptiere ich. Ist auch erstmal ein Statement. Ja. Aber Stegi, da siehst du auch schon wieder den Unterschied bei uns so. Ich bin Bahnhof-Fan und du willst wieder die dunkelblauen Straßen haben. Ja, klar, hä? Nee, beschreibt Stegi eigentlich ganz gut. Ei. Bezahlen. Ei. Ja. Und weswegen? Weil er nicht Öffis gefahren ist. Weil er nicht, ich lebe 3 Tage kostenlos in Zügen. Aber 2000 Euro bezahlt. Erstmal tweeten, ne? Ich kann dir ein Bild von meiner Bahncard schicken gleich. Schickst du mir auch eins von deinem? Ja, ich hab for real keine Bahncard, also auf gar keinen Fall. Hast du Bahncard 100? Biggie, mach. du wolltest ein Bild davon schicken.
Bro, als ob sich aber jetzt auch ernsthaft interessieren würde, was er für eine Bahnkarte hat. Als ob ihr euch jetzt darüber quatscht. Fiete, hast du eigentlich eine Fiete, kaufst du Monatskarte oder kaufst du, wie machst du das noch? Das ist das Stalling-Syndrom. Das sind die Fake-Gespräche. Das ist einfach das Stalling-Syndrom. Der hat so Uni-Ticket, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du Semester-Ticket? Sag ehrlich. Hast du Semester-Ticket? Das Ding ist, Fiete, du musst auch bedenken, alles, was du hier sagst in der Runde, weil jetzt ist offiziell halt Stege hier mit dem Call, also alles, das wären ja am Ende 7, 8 Shorts, ein großes, zwei große Main-Channel-Videos. Das ist also wirklich. Und du wirst niemals, niemals wirst du auf Fiete Arp sein, sondern Fußballprofi. Du wirst immer im Titel Fußballprofi sein. Ex-Bayern-Profi, wir haben dich schon abgesetzt, wir haben das schon. Und ab dem Punkt, ab dem du so richtig right gehst, wird dein Name gechanged. Oh. Naja, aber Stegi, guck mal in unsere Runde. Hier sind 5 Spieler. Mhm. Und wenn einer jetzt anfängt, diese Runde zu sabotieren, weil wir sind ja ein Team, und wenn einer hier einem anderen aus dem Team im Rücken fällt, ja? Zu viert spielen sich die meisten Spiele eh besser. Ich muss, so Basti kriege ich schon mit Argumentation überzeugt, aber Fabo und Heiko sagt auch gar nichts irgendwie, ne? Ja, der ist wirklich, der ist Quatsch. Durch. Heiko ist halt sehr verschwitzt, Mann, Monopoly. Der ist halt im Tunnel, ja. Der hat Handtuch, den muss die ganze Zeit abwischen. Guck mal, eine Straße, eine zweite. Ja. Ja, aber mich hast du auch schon überzeugt. Nice. Hab ich gar nicht gemerkt, wie, aber nice. Ey, danke dir. Nice. Nee, was war jetzt der Punkt, den du aber machen wolltest? Du wolltest jetzt sagen, dass du jetzt alle versuchst, in dein Team zu bekommen, oder was? Naja, ich sag, 5 sind einer zu viel. Und wenn Stegi anfängt, hier mich öffentlich bloßzustellen, mit Hass-Tiraden anzufangen. Wo denn? Ich bin doch gemutet, wenn ich dich bloßstelle, oder nicht? Meistens. Aber nicht immer. Ja, okay. Ja, aber hab ich ja gar nicht, weißt du? Ja, ich sag dir so, wenn jetzt hier jemand Neues dazukommt, dann, also wie gesagt, im Squad kann ja auch gerne einer entfernt werden. Also das ist... Ich bin in 4 Züge raus. Dankeschön. Fabo, du bist fast am besten aufgestellt mit Stegi. Echt? Warum? Woher? Sag ihm wieso? Das nicht, der checkt das nicht. No, ich check das wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung vom Blubli. Der checkt gar nichts. Ich kann nicht rasen. Jetzt oh aber das ist gut, Fabo, das weiß ich. Ey, Basti! Hey. Nein, du musst mich... Mit mir musst du noch quatschen. Warum? Ja, weil du weißt ganz genau. Nee. Ist das schön, dass ich da wirklich meine schönen Griffe habe ich da drin. Shit. Oh nee. Was sind noch offen, welche Straßen? Das siehst du daran, dass sie so dunkler sind. Die hellen, die sind alle vergeben. Ah, komm mal, nehme ich mit. Ist gut, was du da geholt hast. Bin ich happy mit den beiden. Das ist mein Gameplan. Lauf. Fühlst du dich schon willst du blau haben? Ha? Ich will blau haben. Blau? Ja, also du musst mir auch noch ein bisschen mehr dazu geben. Also blau-grün tauschen so und was willst du noch? Naja, ich will ein bisschen was Straßenmäßiges haben. Irgendwas, was halt in meine Richtung auch weiterhelfen kann. Ja, habe ich halt leider noch nichts. Sorry. Ja, wir müssen halt ein bisschen warten, bis sich das besser verteilt hat. Wie hätte ich kaufen können, mich rauskaufen können? Die andere Taste drücken, Leertaste. Kann ich jetzt noch machen? Nee, ne? Ja, ist zu spät. Nee, du kannst ja nicht erst gucken, ob du einen Pasch würfelst. Okay, ich hab frei, ich kaufe nicht frei. Ich dachte, ich bin automatisch frei. hätte Fahrradkette. Ja, da sagst du was. Ja. Fiete, fühlst du dich schon ein bisschen mehr verbunden mit uns als PC-Gamer jetzt? Es ist tatsächlich echt weird, weil ich voll am Abschalten bin jedes Mal, wenn ich mal 10 Sekunden nicht dran bin, weil ich dann wieder sofort in diese Spectator-Rolle verfall und völlig nicht wahrnehme, dass ich jetzt mitspiele. Du hast es einfach geschafft, Fiete. Du bist ein Fan einfach, wirklich von einfach Fans. Einfach Fanboy, ich hab richtig Fanboy-Vibes. Du passt so out, dass du kurz im Chat schreibst, so einfach so, ey, du schaffst das, ey, ohne Scheiß, toi, 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 Basti. Ja, so sehen Nachrichten von Feed im Chat aus. Toi, 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 Basti. Manchmal schreibt er echt so. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon manchmal sehr positiv. Ja, ist ein positiver Chatter, ja. Bei mir jedenfalls. Schreibst du Emotes?
als Wort oder suchst du die raus bei so einem Dropdown? Ey, ich schreibe die als Wort und ich muss voll oft so im Chat hochscrollen, um zu gucken, wie genau es nochmal richtig geschrieben wird. Und am geilsten ist halt, wenn der Chat dann noch so im Stream läuft, wo ich da wenigstens die Emote sehen kann, um zu sehen, um einem ganz kleinen Bild, was das denn genau für ein Emote ist. Und dann hoverst du mit der Maus so drüber. Am Anfang bin ich einfach nur dem Trend gefolgt, habe immer einfach mitgeschrieben, wenn alle auf einmal irgendwas rausgespammt haben. Aber im Emote-Game hast du voll drauf, finde ich. Ja gut, ich habe halt so meine 5 Go-To-Emotes, aber so richtig, vor allem von Chat zu Chat ist das halt das wird sich am PC jetzt auch ändern, wenn du sie ja auch dann wirklich immer auch selber sehen kannst, also... Ja. Dafür muss ich aber noch. Du hast die dann sogar oft gar nicht gesehen auch. Also wirklich ich hab die nie gesehen. Ich hatte mal so eine Phase von einer Woche, da habe ich die gesehen, aber es ist mir viel zu viel Aufwand da jedes Mal. Also du meinst mit so extra Apps und Chats und so. Ja, genau, genau. Ja, das ist ja noch krasser, dass du halt so gesagt hast, so schreibst, krass. Stark. Nein, nein, gut. Nee, das ist gut, das ist gut. Nee, ist nicht gut. Kannst du mir deine geben? Gib mir blau. Mach ich. Boah, das verteilt sich hier so widerlich alles. Wollen wir nicht nochmal neu hier starten ist auch oder ganz so? Ganz viel Sand im Getriebe bei mir, ey. Ja, also bei mir ist das Getriebe nicht mal da. Wir haben ziemlich ähnlichen Stand, würde ich sagen, wenn man mal unser. Okay. Ja, du hast hier kein gutes Debüt gerade. Okay, geil. Wie im Notfall können wir auch Geheimsprache über Fußball-Ausdrücke einfach machen. Wenn du mir irgendwas sagen willst, was die anderen nicht hören sollen. Ja, also bei mir würde ein Tor dem Spiel gut tun, so steht fest. Okay. Ja, das verstehe ich. Das hat keiner verstanden. Keiner hat es verstanden. Fabo, Digga, Fabo, was meint der? Was meint der? Fabo. Abseits, gell? 20er Chicken Nuggets und 3 süß-saure Soße. Das wäre krass, oder? Oder? Sag ehrlich. Ja, ja, 40.000 Euro Coach. Ja, was? Hä? Hast du gerade 40 gesagt? Nein. Okay. Mit 12. Wir kriegen auch halt, Jungs, wir kriegen auch einfach keinen Trade zustande, ne? Weil alle sind halt, also wir müssten so ein Viereck-Trade machen. Genau, wir können aber traden, Fabo. Der wäre schon irgendwie möglich so. Also mit Orange müssten wir halt dann drauf hoffen. Also wir könnten einem von uns dreien 2 Orange geben, einer bekommt 2 Blau, einer bekommt 3 Grün. Aber die 2 Orange ist halt so der Trade, der halt überriskant ist. Wir können halt dann so unterzeichnen, dass wenn einer von uns 3 die Orange bekommt, dann wird er den anderen die geben. Heiko, was willst du? Ja, die gelbe will ich. Ja, aber ich brauch nix. Sweet. Ich will das dann nicht. Du wolltest doch die blaue. Ja, aber Sweet. Nicht die blaue. Warum? Die hast du gesagt. Fabo, weißt du, was ich an der Stelle machen würde? Oder hey, gut, komm, lass es, brech ab. Fabo, sag einfach, dann lass doch umgekehrt machen. Du gibst mir gelb und ich geb dir die blaue. Mann, du darfst nicht mitreden. Ja, Stieg, ich geb dir gelb. Hä, wieso mir? Um ihm? Hast du doch gerade gesagt. Nein. Oh mein Gott, egal. Nee. Eigentlich, ich werde es ablehnen. Okay, warum? Ja, weil. So. Braucht das nicht. Schade. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich dir auch. Danke. Gut zock. Weil es sind halt echt. Also, es ist halt. In Pink ist noch eine, in Orange ist eine, in Rot ist eine, in Gelb ist eine noch über. Also, es sind halt überall noch eine zu holen. Wir haben. Also, kaum jemand hat halt ein paar. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Wieder 3 Minuten warten. Ja, Fiete, das ist auch mal, man muss auch hier, ist hier ein hartes Leben bei uns. Ich bin zu ungeduldig hierfür. Ah, hier ist hart. Geil, Mann. Plus minus 0. Ja, leider schon. Hat jemand einen Taler übrig? Jo, Leute, wir machen mal den Timer, wir machen mal jetzt, jetzt machen wir nochmal, wie finden wir, machen wir für 4 Minuten. Jo, 4 Minuten. Basti, gib mal grün. Ja. Mach ich. Letztes Mal gegeben. Leute, Chat. Dem. Ja, bitte. Wärst du fein, wenn ich dir Orange gebe, wärst du bereit, mir grün zu traden jetzt schon? Nee, ich muss halt wissen, wo die dritte Orange dann landet, weißt du? Aber wer halt ein... Ja, ich check. Wir können uns halt dann unterhalten. Aber dann wird es natürlich nochmal schwieriger. Ne? Weil natürlich, aber dann wird es für mich sowieso dann schwierig, die irgendwas in der Hand zu haben. Ja, aber auf deiner Seite für uns alle auch, ne? Also theoretisch du... Blocks trotzdem. Also trotzdem hat jeder von uns momentan auf dasselbe. Jeden Fall, mein Bester. Das weiß ich auch. Aber wir müssen da halt alle durch dick und dünn, weißt du? Wir müssen da ein bisschen zusammenhalten.
Aber es wird für dich null in Frage kommen zu sagen, weil dann würde ich dir Orange halt jetzt schon überlassen und sagen, okay, dann bekommst du die stärkste Orange einfach. Okay, wir könnten es auch einfach so machen, du gibst mir Du hältst dein Maul und wir spielen einfach weiter. Nein, nein, wenn du jetzt wirklich für die Runde das Eis brechen willst, dann gib mir einfach jetzt die blaue und dann gebe ich dir die orangene. Warum hat der eigentlich beide Werke, Heiko, Mann? Ja, das ist stark. Oha, Hilfe, er besiegt uns. Die kommen aus der Ecke, vertrau mal. Ja, aber sind nicht mal. Ja, das schon. Digga, du könntest mir auch die Orangene geben. Digga, jetzt will ich plus minus null die Scheiße. Und ich gebe dir dafür rot, gelb oder grün, wenn ich eine bekomme. Na, okay. Also ich glaube, grün kannst du nicht dafür bekommen. Stimmt. Achso. Was dann? Okay, orange ist noch offen, ne? Oh. Ah, super. Eieiei, der hat überall seine Finger drin. Ja, dann stehen, dann machen wir es jetzt, ha? Huh? Was willst du jetzt machen? Ja, die Runde halt ein bisschen voranbringen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was mir jetzt... Achso, ja, Bro, brich ab, Digga, wirklich. Also du... Basti. Basti. Sorry. Okay. Ich lerne daraus. Ja. Dann merkst du jetzt fürs nächste Angebot, okay? Ja, da hatten wir eine super Randomizer-Runde. Alles wieder. Alles wieder für die Katze. Na toll. Viele haben mich schon davor gefragt. Deswegen. Sag mal ehrlich, was habt ihr da vorher besprochen? Also, so eine Hinterrückseite. So, auf der einen Seite wird mir so geschrieben, hey, guck mal, Monopoly Plus, muss ich das Spiel runterladen oder das? Und so davor, während das schon gemacht wurde, hast du mit Stegi schon geschrieben, bevor überhaupt feststand, dass wir Monopoly spielen. Wenn wir mal Monopoly spielen. Das war gestern schon. Ist das krass. Das war für einen Fall, für einen Notfall. Bei jeglicher Art von Spiel haben wir schon unsere so Abmachungen. Alter, was geht wirklich richtig zügig hier. Jaja, es geht mega schnell davon. Basti, warte ab, bis wir deine erste Chaos-Challenge ruinieren. Du hast schon Plan geschmiedet dafür. Vor allem, also, aber wie er sich drauf freut. Vor allem, wie das dann werden soll. Also, wir müssen dich erstmal auf einen Minecraft-Level bekommen, dass du halt, also, du musst erstmal durch die Basics halt durch. Ja, aber was wird denn dem Wort Chaos mehr gerecht, als mich da einfach reinzupacken? Ja, dann ist er auf einmal so, jo, wir haben jetzt halt eine krasse Mission und zwischendurch fragst du nochmal, wie man das Inventar aufmacht. Wo hier Bierpilze sind. Nee, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Die kenne ich. Die kenne ich. Aber Dankeschön nochmal deswegen, ne? Ich habe mir das Video heute erst wieder angeschaut. Ja, schaust du das regelmäßig während Training einfach? Nee, mein Cousin war halt hier, der hat das nicht gesehen, dem wollte ich das mal zeigen, weil der auch gefragt hat, wie ich hier wie du hier eigentlich gelandet Moment. Bist. Moment, kurz mal. Ist dein Cousin, ist wahrscheinlich ein Jünger, findet der Basti krasser als dich? Höchstwahrscheinlich, ja. Oh, Digga, ich finde das voll crazy. Nee, der ist echt riesen Basti-Fan. Der kennt auch alle, der kannte jeden Typen hier aus dem FF, Alter. Nur mit dir konnte er nichts anfangen. Oh Mann, ernsthaft. Dann scheint er auch ein bisschen was im Köpfchen zu haben. Ja, den ist hier. Aber Fabo, hä? Hä, was denn? Hä? Alter, weißt du, was ich für eine Agenda habe und Legende und so, was ich für ein Typ bin eigentlich? Agenda? Warte, was? Agenda, ja, ich habe wohl irgendwas verwechselt gerade. Er versucht irgendwelche Fremdworte zu nutzen, dass es jetzt smart klingt. Ich wollte ein smartes Wort sagen. Digga, Agenda, aber ich war nicht sicher zwischen Legende und Agenda und für eine Vita, ich habe eine krasse Vita, keine Ahnung. Irgendwas, ich glaube, wenn man halt gerne Minecraft zuschaut, dann ist man halt bei uns drei gut beraten. Aber Steg, du bist halt leider auch kein offizieller Minecrafter mehr. Und das werde ich auch während Craft Attack auch häufiger nochmal sagen. Aber ja, da bin ich ja wieder Craft. Da spielst du Minecraft auf einmal. Ah, okay. Mir noch klar. Na ja. Na klar. Oha. Nehmen wir mit. Bitte, mein Freund. Was haben wir abgemacht? Was haben wir vereinbart? Was haben wir vereinbart, Peter? Berliner mal ein bisschen, Stegi? Ich weiß nicht, nee. Digga, hör auf mit deinem Netz. Hör auf, nett zu sagen, wenn du Berlinern willst. Ich weiß nicht. Das ist nichts für mich. Für mich. Das ist nichts für mich. Was? Nein, das ist nichts für Mickey. Oh, nee. So. Das ist so ein kleiner Mix aus Bayerisch und irgendwas von Für mich ist halt jeder Dialekt einfach Bayerisch. Das ist das war kurz im Absurd. Was muss denn, Mund? Die hat doch keine Ahnung. Und dann hast du heute nochmal das Video geguckt mit Wirpilz, Fiete? Ah. Ja, yes. Okay, hat er das davon gar nicht gesehen gehabt? Nein, also ich
jetzt inzwischen muss ich sagen, das, was halt der größte Hint war, dass du halt davor auch Tools hattest. Ja, ich war mir sicher, dass Basti smart ist und dir zuerst die Dierspitzhacke zeigt, weil dann trifft dich gar keine Schuld. Weißt du, wenn du zuerst die Spitzhacke gesehen hättest. Aber ja, eben was du sagst, wenn es davor schon Tools sind, dann hättest du schon draufkommen können, dass es eine Ich hatte null Vorbereitung so. Also es hätte auch einfach, also beziehungsweise als ich das ganze Ding gemacht habe, wusste ich gar nicht, dass ich Items errate, die ihr dann bekommt. Ja, ich check schon. Aber ist ja auch gut. Dementsprechend dachte ich, ich werde wahrscheinlich irgendwelche random Items bekommen, die ich erraten muss und dann kriegt irgendwer einen Punkt oder so. Ja, dementsprechend wäre ich trotzdem wahrscheinlich eher auf den Wirpilz gegangen. 100%. Wirpilz. Ja, der sieht ja auch Wirpilz ähnlich, das stimmt schon. Das Ding ist halt auch, selbst wenn du wissen würdest, was die Challenge ist, oder das, also so ist ja das Format immer, dass du das halt bekommst oder so, wäre es ja trotzdem noch was anderes, weil du ja nicht weißt, was die Challenge ist. Also es könnte ja sein, dass Stege aus was für einem Grund auch immer einen Wirpel zu dich bräuchte. Genau. Ja, true. Also das war schon perfekt. Alles an dem Video war perfekt, so wie das gelaufen ist. Ehrlich jetzt. No joke. Ey, danke fürs Feedback. Ist ja, also was findest du aber auch, oder nicht? Bevor er dann alles erraten. Weißt du, dann... Du hast einen Sticky Pisten bekommen, Mann. Ja, das war krass, wirklich. Digga, wie jetzt sich was auch selbst los. Ich hab schon komplett vergessen. Aber ganz kurz nochmal anmerken, dass ich den Sticky Pisten erraten hab. Das ganze Ding wurde halt von Schmockys Performance ein bisschen überschattet. Ja, true. Stimmt. Eisschwert, Eisspitzhacke, Eisschaufel, Eisaxt. Ja, aber da wurde halt auch in die falsche Richtung geleitet, weil das erst halt ein Eisblock für ihn war. Was ich aber auch verstehe. Ja. Ja, vor allem auch er wusste ja wieder nicht genau, worum es geht, sondern es ist halt echt so ständlich. Aber fand dein Cousin dann cool? Ja, safe. Der hat doch echt geholfen, Alter. Geh doch mal große Props an den Cousin. Let's go! Der hat mir hier richtig Stunden abgenommen. Oh mein Gott. Jetzt wird's giftig. Jetzt wird's richtig giftig. Fabo? Moin, Chef. Ich sag dir ehrlich, ich mach's eher umgekehrt. Du willst die grüne? Dann kriege ich von dir die blaue. Basti, mach's nicht. Ja, aber du musst Basti mir halt auch noch was geben, ne? Basti, mach's nicht. Bastis Problem ist, ich will auf jeden Fall nicht die blaue. Ich würde lieber grün nehmen, glaube ich. Und ich will auf jeden Fall orange. Du weißt, wir werden uns wegen orange streiten. Und wenn du jetzt Fabo. Aber du musst doch verstehen, dass du doch in einer anderen Position jetzt gerade bist. Aber du musst verstehen, dass ich es dir vorher davor angeboten habe und zu dir gesagt habe, so, ey, wenn du willst, kann ich das jetzt mir, schon machen. Ich weiß, du hast mir noch nicht einmal gesagt, welche Straße dir am liebsten ist. Orange. Und jetzt merkst du es. Letztendlich ertradest du dir gerade deine blaue. Dann. Und das ist ja genau das Problem. Deswegen wollte ich dich gerade warnen. So, gib Fabo die blaue. Ja, aber ist doch also easy, Fabo, dann kriegt doch Fabo, dann spielt Fabo grün. Dann ja, aber willst du denn blau spielen? Muss ich ja, also wenn du bist ja sehr ignorant. Findest du blau Stegi, besser gib mir als blau grün? Und ich gebe dir beide grüne. So, also, am Ende ist es doch trotzdem das gleiche Endresultat. Ne, die Frage ist jetzt ja nur, wie wir uns die Karten aufteilen, das meine ich eher. Wie meinst du? Naja, ich trade jetzt gleich mit Fabo. Und dann haben wir den schönen Dreiecksdeal. Ja, genau, aber... Aber wer sagt denn, dass ich grün will? Ja, willst du einfach jetzt dann die Runde quitten, oder was? Ich geh raus. Nee, vielleicht will ich ja von Stegi blau. Ja, okay, dann Jungs, also darauf lasse ich mich jetzt hier nicht ein, dann bei aller Liebe. Hä? Fabo, was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Digga, Fabo, das hat mir gerade irgendwas gesagt. Nice, danke dir. Fabo, einfach nochmal, lass mal noch ein bisschen würfeln, Jungs. Lass mal noch ein bisschen würfeln. Basti. Ja, bitte. Digga, wie er von hinten gekommen. Hallo. Ich hätte gern die braune. Will ich da was machen? Basti, schenk sie ihm bitte. Wirklich. Ich hab gar nichts und ich hätte echt gerne die braune Straße. Ich nehme extra das günstigste so, das, was du am wenigsten brauchst. Ja, damit könnte ich schon was anfangen, weil ich hab schon ein bisschen Interesse an der pinken. Ich will gar nicht groß stören, ich bin nur die Frau. Ja, das ist... Aber da müssen wir ein bisschen gucken, wie... Also ich kann dir dann, ich weiß schon, worauf du hinaus willst danach, aber dabei kann ich dir dann leider nicht mehr weiterhelfen. Ja, ich weiß, ich muss mit Stegi dann was ausklären, aber ich muss... Korrekt. Stegi, komm, dann reden wir mal ein bisschen weiter. Du möchtest orange am liebsten haben. Ich würde orange gerne haben, ja. Ich hätte eben dir den... Also ja, ich würde dann auf jeden Fall, wie ihr es wollt, blau natürlich freigeben sofort. Danach könntest du mit Farbe auf jeden Fall Deals machen. Ich bin logischerweise trotzdem nicht ultra bereit dazu. Ja, aber das Problem ist halt, du bist halt nicht in der Position. Du hast halt eine orange und ich habe zwei. Ja, aber
so. Ja klar, aber du weißt ganz genau, das ist ja scheißegal. In dem Moment, in dem trotzdem du die Finger drin hast, ist es ja trotzdem halt leider. Ob ich jetzt einen habe oder zwei habe, ist ja in dem Sinne egal. Wie fuck ich die da rein? Jetzt Enter drücken. So, ja. Und jetzt nimmst du meine braune, aber viele bisschen Kohle müsstest du noch draufpacken. Weil warum du denn kannst, nicht? Naja, weil du als erstes in der gesamten Runde bauen kannst. Es dauert genau 3 Runden, dann hast du die pinken voll. Warum soll ich denen jetzt noch Kohle in die Hand drücken? Naja, ich glaube, pink voll zu bekommen wird auch nochmal schwieriger für Basti. Das ist das Problem also, leider. Eben, weil... Oh, ey, Basti, an wie viel Kohle denkst du? Boah, Fiete, und dazu muss man sagen, auch jetzt, Fiete, du hast viel Geld, die Häuser kosten wenig, du kannst übertrieben Häuser blockieren und so ein Shit dort. Ja, ich wusste nicht, dass ich jetzt hier bei meinem ersten Game schon über den Tisch gezogen werde. Also, ja, drück natürlich, hey, wir spielen hier fucking Monopoly. Drück mal Steuerung zurück und ich hätte jetzt halt, gibst du mir jetzt nochmal 250 oben drauf, dann haben wir einen Deal. Das ist ein fairer Deal. Ah, okay, mit Pink. Ja, okay, aber trotzdem ist ein fairer Deal, glaube ich. Ich gebe dir 200 und wir sind fein. Ja, komm, machst du 230, zack, Abfahrt, komm. Ja, aber dann treffen wir uns bei 220. Dann machen wir 220 in Hamburg, sagt man Tschüss. Komm, machen wir. So ist das. Der ist aber ich auch gottlos, aber Pink gerade und Cash, aber. Ja. Ey, Fidel, du jetzt vielleicht mir Pink geben sollen. So, wenn du jetzt. Du kennst ja das Spiel, ich muss dir, also du weißt ja eh Bescheid. Oh, das wäre richtig schön jetzt da oben. Jawohl. Digga, der schockt da richtig einen rein. Schön, ey. Alter. So, Stegi, ich glaube, jetzt hast du noch ein bisschen Druck, warm. Jetzt musst du erst recht, glaube ich, dich mal langsam öffnen. Dann würde ich mal sagen. Mein guter Freund Basti, dann bringen wir es schnell hinter uns. Ja, soll ich dir jetzt schon Cash anbieten? Ich habe nicht viel, das weißt du. Nee, also es wird darauf hinauslaufen. Also ich möchte zusätzlich halt entweder Orange oder noch Pink zusätzlich haben, wenn du auch eine Straße haben möchtest, komplett. Noch dazu? Genau. Ja, aber sorry, dann kann ich es nicht. Also, was ich dir natürlich machen könnte, ist Cash und Pink, weil Orange die faktisch bessere Karte ist, dann können wir direkt Fabo zerstören damit. Der eben ja ein bisschen. Ja, also ich würde mich auch darauf einlassen, wenn du Pink spielen möchtest und ich Orange, dann den Deal kriegen wir auch hin. Und Pink ist, weißt du, auch sehr stark. Was würdest du mir an Cash geben? Die Zahl, die ist schon eingeloggt. Verkehrt. Was würdest du haben? Tu es nicht! Nee, mach ich auch nicht, wie gesagt. Was würdest du denn haben wollen, Stegi? Ich nehme Orange. Ich nehme wirklich Orange. Okay, dann müsstest du mir aber, wenn wir halt Orange-Pink machen und ich nehme Pink, dann müsstest du mir noch die Blaue dazugeben. Nein, kann ich ja nicht. Ja, aber wie wollen wir denn jetzt dann spielen? Ja, weil du kannst dann bauen, ich kann dann bauen. Alles Weitere sind 2 Bauplätze für dich. Das sind 6 einzelne Sachen, die du bauen könntest. Du könntest, das ist zu viel. Weil du willst mit Fabo braucht auch was. Deswegen kann ich es nicht machen. Ich kann dir den kleinen Deal kann ich dir jetzt sofort anbieten. Da kann ich sagen, ja, können wir das sofort machen. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? wo ist das Ganze? Oh mein Gott! Alter. Nein, du hast nur 49 Dollar. Du musst, also dann zeig mal, wie viel Geld du reinpackst. Ja, ich finde immer so ein fairer Deal sind so 250 da. Nee, das ist mir zu wenig. 300 mehr kann ich wirklich nicht, Basti, du weißt. Dann brech es ab. Iggy, er kann damit nicht immer durchkommen, tu es nicht. Nee, dann breche ich ab, ja. Basti, willst du Blau haben? An sich schon, ja. Aber ich muss mit Stege nochmal was hinbekommen. Ja. Am Ende gewinnt Fiete mit seiner scheiß Braun, ey. Oh. Boah, danke. Heiko, viel Erfolg, viel Spaß damit. Mach das mit denen. Die sind wie die Bahnhöfe. Krass. Meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass Basti schnell bei Fiete draufkommt und er in Zugzwang gerät. Das ist meine Hoffnung. Ja, das meine ist Gefahr ist, dass ich 250, auf weil ich 250 zahlen muss. Nee, aber du wirst merken, so das brained Alter, einfach. Ich muss jetzt da bei Fiete vorbei. Ich würde dir sogar wünschen, dass du nicht draufkommst, Mann. Mann, ich würde dir sogar wünschen, dass du nicht draufkommst, Mann. Basti, was machen wir? Ich überlege gerade. Steg, was sagst du dazu, wenn du Pink spielen kannst und mir Dunkelblau gibst? Boah, sag ich dir ehrlich, das wäre interessanter. Wäre schon. Ich will auf jeden Fall noch Geld, Basti, ne? Kannst deinen Friseur erzählen. Hä? ich sag dir aber, es ist keine Garantie gewesen, die ich dir gegeben habe, ne, gerade? Ja, klar. Dann lass uns einfach gemeinsam zusehen, wie Fabo gewinnt. Wenn ich jetzt wenn ich das Geld reinmache, dann lehnst du ab, oder wie? Naja, ich bin gespannt, was du mir dann zeigen möchtest, wie viel Geld das da sein muss. Aber du weißt selber, als Bro, Fabo, jetzt ernsthaft, der Trade ist jetzt halt auch nicht unfassbar krass uneben. Hör gar nicht auf. Hä, der Trade da ist schon uneben. Safe. Also du weißt schon, dass ich halt keine zweite blaue habe und du alle 3 grün, ne? Also ja, aber du trade damit Stegi da, weißt du? Guck mal, das Ding ist halt, du hast es nicht mal hinzugefügt. Ich könnte jetzt den Ehrenlosen machen. Und, ja, das ist ja scheiße. Ja, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich reichte die Hand und sage, Fabo, überspann den Bogen nicht. Ey, chill mal da. Ja, das ist Quatsch. Bro, da ich hätte... Mach mal 200. Hä?
Hä? Aber mach 150 geil, mehr gebe ich nicht. Real Talk nicht. Nee, so anders, also anders macht Mann, Fabo, du nervst mich. Hä, was denn? Mann, das ist Quatsch. Nein, du weißt bei 200. Mehr, ich werde ablehnen. Nö, und mach ich nicht. Ich lehne ab. Bin ich falle? Unter dieser Spongebob, aber das Ding, du bist so geil. Ist von mir? Und Stege, du bist jetzt immer noch nicht mit dem Trade auch rein, also selbst wenn du Pink hast, ist doch trotzdem immer noch eine, ist doch nein, immer noch eine geile Lösung, dass es einfach orange erstmal keiner spielt und wir erstmal trotzdem aber Cash machen können. Ja, aber du weißt, Pink zerstört nicht, Dunkelblau zerstört übel. Natürlich, du hast überhaupt keine Ahnung. Pink ist übertrieben stark. Pink hat genauso wie Dunkelblau und Rot auch eine Ereignisfeldkarte, ist dadurch eine richtig starke Straße. Ja, okay, aber wenn du das ja eh schon so krass sagst, dann sagst du auch gleichzeitig, dann ist es fast 50-50, Orange oder Pink zu nehmen. Dann können wir eben Fabo, der dich jetzt gerade hardcore abgefuckt hat, sagen wir einfach, ja, okay, Fabo, bist du halt gefühlt raus. Oh. Wir halbieren. Ich nehme Orange, du nimmst Pink, ich zahle dir 300. Und dann gucken wir, wer zuerst bauen kann. Was sagst du dazu? Ja, nein? Ich meine, das Problem ist, Bro, du nimmst dir raus, die bessere Straße zu nehmen, obwohl du zwei Pink hast, ich zwei Orange. Das ist scheißegal. Das ist in Monopoly-Sprache, es ist völlig egal, wer wie viel hat. Wenn du einen Teil dieser Straße hast, dann hast du genauso viel Macht darüber, wie der Typ, der... Selbst wenn es jetzt 5 geben würde, das wäre ja scheißegal. Weißt du? Mhm. Das ist so das. Ich kann da nichts machen. Was ich nur weiß, ist, ich muss hier immer plus minus 0 Rechnungen zahlen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und das Braun gleich kommt, ich nicht will Braun nicht zahlen. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Wenn du drüber hinwegsehen kannst, dass es statistisch die bessere ist und sie mir geben würdest, ich zahle dir 300. Was ich jetzt schon so langsam wieder nicht mehr machen würde, weil ich jetzt wieder noch wenige habe, dann hätten wir einen Deal, Fabo wäre tendenziell raus. Du könntest dir dazu noch ein Imperium von mir aus aufbauen, indem du dann Geld von Fabo dir komplett böse ziehst, weil sonst weiß Fabo erst am Ende. Fabo muss dann auf jeden Fall bezahlen. Ja. Ich kann auf Blau halt nicht viel bauen. Ne? Blau ist halt auch gerade... Schön. Fiete. Oh, sorry. Danke. Warst du gerade abwesend? Nee. Okay. Bin voll da. Gibt's heute eine späteste Uhrzeit, bis Fiete nicht mehr darf? Wird so Mitternacht anpeilen, aber ist jetzt nicht über okay. Tough Call heute. Weil du morgen früh raus musst? Ja, nee, morgen geht's. Ach, Digga, es ist so krass. Das ist. Du hast die Zahlen in den Mund genommen, da muss ich mich dann auch irgendwie ein bisschen dann festhangeln. Deal. Nimm meine Bahnhöfe, Basti, die sind echt viel wert. Das ist nicht viel, es ist viel Geld, wenn du dir umdrehst. Das gönne ich dir. Fabo, deine Verhandlungssituation sieht jetzt echt ein bisschen schlechter aus als zuvor. Das Fabo, weißt du bist ja, gefickt. Ich reiße alle mit, ist mir egal. Ich bestehe da auf mein Geld. Alter, Bahnhof. Digga, trollst du oder was machst du da? Die Taste ist kaputt. Hast du gesehen, dass die Dunkelblaue nicht dabei ist, oder? Ja. Und denkst du darüber nach, oder ist es dir egal? Digga, was ist das für ein Trade? Du kannst bauen, du bist im Spiel. Digga, ich hab kein Geld mehr, wenn du... Ja, genau, das darfst du vergessen. Ich hab kein Geld? Blau ist sauteuer zu bauen. Das. Nein, ich hätte auf grün gebaut, aber hä? Du hast mir alles aus der Tasche gezogen. Meine ich auch. Wie viel Geld würdest du denn, wie viel Geld würdest du denn haben wollen? Also, wie viel würdest du denn maximal nehmen wollen? Hä, nein, du nimmst doch von mir Geld. Ja, ich meine, wie viel würdest du mir maximal geben? Für das und grün, also so jetzt, noch Geld extra? Genau. 400 maximal. Jungs, ich bin jetzt hier, seit wir spielen, eigentlich die ganze Zeit auf 4 Hochzeiten unterwegs. Gut, ja, dann. Er guckt Twitch-Streams währenddessen gerade. Er guckt wieder, was die Leute auf Twitch machen. Ich hab 3 Straßen, einen Bahnhof und bin alle 10 Minuten am Zug. Ich bin das ist gegessen. Ich glaube, Fiete hat jetzt schon, keine Lust mehr, auf Twitch. Das war schon so. Das ist ja voll langweilig, hä? Digga, das soll jetzt 90 Minuten aushalten, Digga, keine Ahnung. Ah, Juck doch. Er hat seine 2 Hotels dahingestellt, ist er in Urlaub gegangen, chillt da jetzt. Ja, for real. Mehr wird bei mir nicht passieren. Entweder ich gehe pleite oder irgendein Wunder passiert. Digga, Fiete. So, jetzt glaube ich, rein, ist die Runde vorbei, keine Ahnung. Warum hat Basti eigentlich alle Pinken, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, da hättest du mal aufpassen sollen.
Stegi, Mann! Warum? Ich hab drei Orangen, ist so richtig. Oh, alles weiß richtig ich gemacht. Nicht. Weiß hey, Orange, ich nicht. Orange ist besser, aber es ist jetzt ärgerlich, dass er jetzt schon draufgekommen ist. Jawohl. Heiko, auf geht's! Ich kann Digga, Heiko, leiden, kämpfen 187! Jawohl! Weiter so! Fiete, willst du die zweite rote haben? Digga! Oh, Gott Lass sei Dank! Lass dich nicht verarschen! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Oh, wenn er dazwischen ist. Guck mal, Gott sei Dank! Was soll ich genau mit der machen? Eventuell irgendeinen Trade mit Heiko, irgendwas halt irgendwie anfangen. Mann, Digga, es ist so dumm, es ist so dumm. Ich krieg ja, also so, das weiß ich nicht, Mann. Weiß ich nicht, Mann. aber Fiete, bewerte mal den Monopoly-Abend von 1 bis 10 bis jetzt. Nee, ich find's total cool. Also ich meine, also solange ich das hier hinkriege, ist es doch völlig in Ordnung, wenn ich noch nebenbei ein paar Sachen installiere. Ich habe hier einen kompletten nackten PC vor mir. Nee, stimmt schon. Wenn die Lobby crasht, Fiete, dann musst du dir aber, dann musst du dir... Naja. Ja. Du hast mir eben gesagt, das Spiel dauert eine Stunde oder so und dann ist es in 3 Minuten runtergeladen. Also wenn die Leute crashen, dann ist das nicht meinetwegen. Also du willst nicht die zweite rote haben? Ja, aber also mal ganz ernsthaft. Ich könnte, was soll ich denn Heiko anbieten? Ich habe sonst gar nichts. Also 2 rote und du hast alle Bahnhöfe, wo ich eben noch gesagt habe, dass ich ein großer Bahnhof-Fan bin. Ja, das stimmt. Basti, sei ehrenvoll und schenk ihm einfach die Bahn. Ja, sei mal einfach ehrenvoll. Ja, das hast du gesagt. Dann spielt er eben, er hat es ja angekündigt. Er hatte Shotgun-Bahnhof gesagt. Eigentlich Shotgun, ja. Den hast du eigentlich vor dem Würfeln jetzt gebaut? Ja, hab ich. Du kennst den Trick. Ich wusste es eigentlich nicht mehr. Basti, dein Kater schreibt mir, während wir hier zocken. Mach dir mal ein bisschen Gehalt runter. Was hat er gesagt? Der hat mir auf Team geschrieben, weißt du, er hat mich getrollt gerade. Was hat er geschrieben? Gib mir CS live. Repost aber mein Gewinnspiel. Ich glaube, sowas wird er bestimmt nicht machen. Fabi, ich würde dir einen Kredit geben, damit du bauen kannst. Digga, wie süß. Du hast grad Fabi gesagt. Nee, Fabo. Achso. Yay. Ja. Das ist das Einzige, was ich anbieten kann. Ich wollte auftauschen mit dir. Alter, jawoll. Zahltag, Fiete. An den PC. Alter, Fiete. Ding. Fiete. Stonks. Geil, Mann. Oh, schade. Heiko. 50 World Club Game, 51 Club Games wieder drin, Alter. Naja, so. Ich gebe dir. Oh, guck mal, sind wir von uns 97 geboren? Nee. Oder? Oh. Ich bin 2000er. Der wird immer jünger. Ich bin 2000er. Nimmst du mir jetzt selbst den Bahnhof noch weg? Den letzten? Fiete mag doch Bahnhöfe so. Niemals gibt der den ab. Vor allem den Hauptbahnhof auch noch. Boah, ist das gemein. Ist doch nur mal reingeworfen. Einfach nur mal gefragt. Aber ich glaube, der installiert gerade noch irgendwelche Plugins. Fiete! Oh, sorry! Oh, was? Moment, oh Gott. Nee, ich bin... Ey, diesmal war ich ja wirklich nirgendwo anders, deswegen... Warte mal. Bist kurz eingeschlafen. Tag war so lange. Er ist eingedickt. So, warte mal, dann müssen wir mal angucken hier. Muss ich mal kurz ein, als ob du jetzt so eine Lesebrille rausholst. Ja, for real! Ja. Ja, du kannst jetzt nicht deinen Bahnhof nehmen lassen. Nein, vor allem den Hauptbahnhof. Ja, das würde ich auch sagen. Na stimmt, der Hauptbahnhof Digga. Ist ein bisschen mehr wert. Digga, Heiko, also du wärst Heiko. Verarscht worden. Ja. Ich gebe dir hellblau und raus, gelb. Alter. Und du gibst Nimm so ein bisschen... viel gelb, wie du willst. Alter. Was denkst du denn, was du mir gerade gibst? Ich habe ja gar nichts. Mach 600, Heiko. Mach nochmal 100 drauf, komm. Nee. Quatsch mit Soßen. Nee, 600 machen wir nicht. Das, nee. Okay, 600 machen wir nicht. Passt. Du musst sagen, Ego, anders macht's keinen Sinn. Ehrenmann. Das macht auch so keinen Sinn. Sag ich dir ehrlich. Leute, Heiko muss jetzt 3, 5 oder 6 würfeln. Das wäre jetzt sehr wichtig. Okay. Ich brauch Geld. Bahnhof bist jetzt auch noch nicht ausgezahlt, to be honest. Nie was gesagt. Danke, Heiko. Fabo! Schönen guten Tag. Einmal den Fahrschein. Hast du Bahncard 100 oder was? Zu spät aufgekommen, Alter. Verspätung, alles. Ich überlebe 3 Achso, ist er da. Tage lang im Moment. Zug. Oh mein Gott. Für 0 Euro. Du Mann, der Arme. Ich hab verwechselt. Ich weiß gar nicht, wie oft der sich das schon anhören durfte. Jetzt ernsthaft hier. Jetzt? Ja, ja. Der muss sich jetzt wirklich häufiger, Digga, als ich das... Ja, also ich hatte die Klick schon wieder... Digga, Happy Feeds. Du fährst ja so gerne, wa? Ja, Mann, ich will irgendwas machen, aber es geht einfach nicht. Es gibt nicht. Ja doch, erzähl doch mal mehr bei deinen braunen Karten so einfach. Ein bisschen nochmal. Das ist ja auch noch rot und so. Es ist halt auch immer noch eine gelbe offen, ne? Mhm. Heiko ist reserviert. Heiko hofft. Die will ich.
Die wäre richtig big. Oh, hui, hat der gezittert da drüben. Hui. Ey, wir müssen gleich Toilettenpause schnell machen, wenn ihr gleich so nochmal verhandelt, sagt ihr Bescheid, davor Bescheid bitte. Ja, ist wieder klar. Ist in der Portokasse. Ich bin noch nicht auf Toilette. Alter, das bockt jetzt gar nicht, wenn man da drauf kommt irgendwann. Warum nicht? Weiß nicht. Er hat Monopoly verstanden. Was ich würde den Kredit gegen die Bahnhöfe geben. Wie viel denn? Taui. Oh, ja, wir warten mal ab, bis Gelb weg ist. Oh, Mann, so lange musst du noch überleben. Nee, ist gut, oder? Nee, nicht gut. Nee, leider nicht. Oh. Jetzt kann ich der Kranken nicht mehr geben. Ja, okay. Das schmeckt aber insgesamt. Es ist die Gelbe hier direkt ein vor mir ist frei, ne? Yes. Nee, die, ja. Du brauchst eine 4. Eine 4. Ja gut, die 4 kriege ich aus dem Ärmel geschüttelt. Oh, ja, klar, du. Schade. Boah. Kannst du so fragen, habt ihr das davor schon gesehen? War das, ist das bei euch nicht unscharf da hinten? Das ist meine Augen scheiße. Ist die letzte gelbe frei, nicht die erste? Die letzte. Mann, als würdest du was ändern, als könntest du da jetzt so würfeln, dass du da raufkommst. Nee, ich dachte die ganze Zeit die erste. Ja, nee, ich dachte es auch die ganze Zeit. Deswegen immer daneben gewürfelt. Alter, chilluch. Stege, du weißt, was du machen musst. Ja, das ist jetzt nichts mehr, ne? Ja, das ist ja. Der Was denn? Nee, das. Ich gehe schnell auf Toilette, 2 Sekunden. Ey, spielt langsam, bis gleich. Oh mein Gott! Das Boot kann im Meer aus Geldschein fahren. 700? Oh. Ja, Digga, ciao. Ich gehe auf Toilette. 700 Alter. Tacos. Vamos a ver, vamos a jugar. Wir haben einfach RNG in jedem Game durchgespielt. Una partida muy importante. Ja, jetzt auf die Deutsche Bahn. Doch nicht. Vamos. Und jetzt erstmal schön in die Turmstraße. Oh nee. Jetzt fängt er wieder an. Jetzt ist er glücklich, Alter. Jetzt wird wieder gecallt, wo wir rauskommen. Komm, sag, wo lande ich? Ja. Schön. Leider kein Bahnhof. Das ist meiner. Heiko, gib mir dein Geld bitte. Heiko, Hendo. Ah, da muss ich mit Stiegi traden, lieber nicht. Lass mal. Ich muss echt mit Stiegi traden. Mhm. Fiete, ich sag dir ehrlich, hätte dir für deine erste Runde Monopoly in der Konstellation wirklich ein besseres Game als man gewünscht. Ja, ich mach das Beste draus. Du bist ein positiver Typ. Ich krieg die gelbe und dann mischen sich die Karten hier sowieso wieder neu. Richtig, und jetzt einfach Würfelglück haben. Das ist jetzt Stegi, ne? Ich muss ihn jetzt anrufen. Oh nein, ist der auf Klo? Ja, der ist kracht gerade. Der ist auf Klo. Okay, dann geh ich auch mal kurz auf Klo. Hat er automatisch gewürfelt oder was? Stegi, war das automatisch oder bist du da? Ich war da. Du hast jetzt mit Hose runter ins Büro gerannt. Heilige Scheiße. Ja, man hat da Alter, ich hab gehört. Alles voll gepisst. Nein. Digga, fahr. Aber schon vor der Runde. Ja, schon losgelaufen. So. Mann. Oh. Mann, Alter. Sorry. Fabo, Yo. Wenn du mir die blaue gibst, ne? Yo. Was dann? Würde ich dir ein bisschen Taler geben, um zu bauen. Fabo? Gib ihm die blaue. Fabo, was ist ein bisschen Taler? Fabo. Ja, hallo? Er will dich abziehen. Weißt du warum? Nee, ich brauch Geld. Es sind keine Häuser mehr zum Bauen da. Du könntest keine Häuser bauen. Ah ja, aber ich brauche ja auch. Ich müsste ja auch Häuser bauen. Deswegen falsch, es gibt noch 5 Häuser, Bro. Und weißt du, also Fabo, was du nicht weißt? Wenn ich jetzt ein Hotel baue, links oben, zum Beispiel bei meinem Orangen, ne, was nicht viel kostet. Ja, dann sind die Häuser wieder frei. Genau. Und das heißt, ich werde die ja eh kurz zwischendurch frei machen müssen, um dann auch auf meinen blauen zu bauen und so. Deswegen, was ja. Gibst du mir denn? Ja, Cash einfach. Soll ich mal hier was stellen oder was? Ja, 300 könnte ich dir draufgeben. Ja, dann werde ich direkt auf und mach Würfel jetzt, okay? Okay, mit wie viel? Ja. Aber wie schnell du mal zurückkommst. Ja, Jungs, okay. Also, ihr müsst jetzt hier unsere Zeit nicht jetzt verschwenden, ne? Mit wie viel würdest du rechnen? Ja, okay, also ab jetzt wird halt alles. Also ich kann es halt nicht leider, ne? Also wirklich. Ja, das hier, das, also so. Zu überfair, oder? Ist zu wenig sogar. Ja, deswegen lass ich mich jetzt auch noch scammen. Mann, du hast blauen Orange, was willst du? Ja, aber ich kann ja dann auch nicht bauen, weißt du, das ist das Problem. Digga, das kann ich nicht machen. Hä? Du hast. Träumst du? Mann, Jungs. Schön gemacht. Glückwunsch zur neuen Straße, Stegi. GZ, Bro. Dankeschön, Mann. Ja, Fabo, das ist ein bisschen doof jetzt.
Ja, was soll ich machen? Basti? Ja. Willst du den Bahnhof noch? Würde ich schon, ja. Für die rote? Ja. Dann weißt du, dass du aber diesmal ein bisschen Geld zurückbezahlen musst dann, ne? Wie viel denn? Das naja, ist ja, ich würde jetzt maßlos übertreiben, aber dadurch, dass du auf den Bahnhöfen halt auch nicht bauen kannst, ja, will ich mir Feierabend. Halt den Betrag einigen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ein super Trade davon. Ja, super klasse. Jawohl. Ja, boah, und jetzt? Bankrott ist doch gut für dich. Oh, ich muss echt bankrott gehen, oder? Nein, das kannst du leisten. Nee, Fiete, rede weiter. Also, wie viel Geld würdest du haben wollen? Das hatten wir eben. 220 habe ich dir gegeben, ne? Ja, 220 war unsere Zahl. Ja, machen wir das? Dann machen wir das, ja. Wie viel muss ich zahlen? 625. Fiete, du willst Geld dafür haben. Wofür? Für den Bahnhof oder was? Oder was ging's bei euch? Wir haben einen Kaufvertrag schon unterschrieben. Du musst jetzt pass gar nicht auf mehr jetzt hier reinfunken. Schade. Okay. Jawohl. Da wurden die Stegi-Millionen aber direkt gut investiert von dir, Fabo. Ja, schön, danke dir, Heiko, für die 650. Happy Feeds, am Dachzug. Happy Feeds, also, macht er wieder sein Wahnsinn. Hast du den Namen heute ausgedacht oder heißt du schon länger so bei Games? Ich 30 Sekunden Brainstorm. Ich würde mir so vorstellen, ChatGPT, lustiger Name mit Fiete oder sowas. Ich glaube, wortspielmäßig ist Fiete stark. Er hat mich auch schon, also ich habe schon das Was geht ab, habe ich mir auch schon anhören müssen. Ja, gut, der war aber. Oh. Was geht ab? Alter, das ist doch krass. Sehr. Es klingt so nach Schulhof damals irgendwie. Was geht ab? Umgeklickt. Ja, perfekt. Genau, einmal den. Zack, dann kannst du rüber. Und wie viel. Ah, okay, das passt. Wobei. Jay, weißt du, du hast dunkelblau und. Ja, also du musst Bro, aber du hast 4 Bahnhöfe und die sind bei 4, sind die halt echt nicht günstig. 200 sind schon echt teuer. Es kommen aber nicht so viele rauf aktuell. Aktuell ist ja nichts, was so ein Trend ist. Ja, aber der Junge muss da auch mal was machen. Versuchst du mich hier bei Laune zu halten? Nein, ich gebe dir Props für den. Das ist alles gut. Ich bin dir sehr dankbar. Dass du heute so krass zockst. Ich muss halt nur diese gelbe Straße. Bin ich halt echt gut im Game. Wenn die nicht kommt, dann ist echt. Alter, Digga, ist so teuer, Mann. Ey, danke dir, Digi. Danke. Oh, Digga, warum? Alter, der ist voll mute. Der ist voll mute. Jeder ist auf die Straße gekommen, oh, Mann, nein. Der Arme. Oh, oh. Nee, er ist durch. Ist das krass. Oh mein Gott, ich hab's ja auch gedacht. Oh mein Gott. Oh, und der ist eigentlich scheiße, oder? Ja, das ist richtig scheiße. Knast ist schon gefährlich. Also Knast ist einerseits gut zum Tanken, aber irgendwie auch wieder. Oh. Naja. Aber das Game nimmt langsam Form an, Jungs. Wir haben langsam hier einen Zock. Ja, macht Bock. Zum Glück ist da nichts. Mann, das Problem ist, Heiko, dann bist du auch mal dabei bei Monopoly. So nach einer Challenge bist du mal bei Variety dabei und dass du dafür nicht belohnt wirst, tut mir leid. Aber er darf nur mit Feature spielen, ist doch krass. Fiete, ich sag's dir. Oh, der Shepard's da. Ich hätte jeden lieber gehabt als dich, sag ich dir ehrlich. Oh, aber geil, ich darf gleich nochmal würfeln. Was ein Glück, Mann. Oh mein Gott. Yes! Nee, du bist dazwischen. Dazwischen, ja. Genau so wolltest du es haben. Mann. Und nochmal ein Huni. Dicke, aber 1 und 1 dann gleich, okay? Hä? Steh ab jetzt 1 im Internet dann. Könnte ich hinkriegen. Ja. Was ist eure Lieblingswerbung? Ach Mann, nochmal Steuer. Nee, wobei Park. Da ist ja gar nichts gebaut. Boah. Alter, übertreib. Digga, Fiete, du bist während das echt die ganze Zeit in den Chats unterwegs? Nein. Nein! Voller Schütter! Nein, das ist viel besser. Guckt links und rechts, dieses so. Nein! Was meinst du? Digga, du bist so ein Zuschauer, das ist so funny. Wirklich. Ich wollte gerade fragen, Stevie, wann hast du das letzte Mal im Stream zugesehen, aber dann ist mir was eingefallen. Daily. Ja, so ich dachte so, ey, du bist ja die ganze Zeit selber am Stream, du kommst ja gar nicht dazu, mal ins Stream zu gucken, aber
Aber das ist anderes Zugucken leider. Das ist so, was mich ärgert. Ja, voll ärgerlich. Stegi, aber heute mit der Bahn. Hast du eigentlich die Bahncard 100 oder hat die Bahncard 200? Ach, 200. Du hast das Premium-Modell. Oh. Ja, ja. Cool. Alter. Das hat echt viel. Guck mal, schon hat sich's gelohnt, einfach dein Invest. Oh oh. Heiko, was geht bei dir eigentlich? Gar nichts, ne? Nee, lass mal, nee, lass mal leise. Es geht noch um Basti gerade. Lass mal, es geht noch um Basti gerade. Oh, es geht gerade noch um Basti. Es geht gerade um Basti, also. Meint er? Ja, es geht gerade noch um Basti. Sieht nicht gut aus. Warum nicht? Für den Paschen geht in den Knast. Naja, schiebt er nicht hin. Niemals. Der darf jetzt da ein bisschen blechen, ja. Sag ich. Oh, Glück gehabt. Schön. Stegi, du bist ganz verstummt auf einmal. Oder nuschelst du dir gerade einen ab? Na, ich bin gemutet. Lester. Raphael, danke dir. Ich bleib hier noch mein Chat schreibt gerade, oh mein Gott, mein Chat. Nein, hab ich gerade gesagt. Sehr lustige Nachricht. Oh, das war's. Jo. Das ist schön. Nein, kannst du dir noch leisten. Kannst du dir noch leisten. Muss verkaufen. Ja, voll geil. Voll geil? Ja, ja. Voll geil, Mann. Mein Monopoly ist so scheiße. Ja. Jetzt ist das Spiel wieder schuld. Gibst du einfach auf. Hate the player, not the game. So geht das Spiel, by the way. Kratzen, Alter. Ja, reicht noch nicht. Nochmal zurück. Warte mal. Ja, noch irgendwas schenken. Heiko, gibst du mir 100 Euro? Ja, ja, komm. Bitte. Trade. Echt jetzt? Echt jetzt? Mann, das Problem ist bei Monopoly, die Leute, bei denen es nicht mehr so gut läuft, die sind nicht so redefreudig wie die Spieler, die halt die Straßen haben. Ne? Die den Upload riechen. Den Upload oder die 18 Clips. Ja, stimmt. Wir haben Knast. Aber die Clips müssen erst überprüft werden, ob die Wörter alle klappten. Und dann so, jetzt passiert's, Freunde. Was passiert jetzt, Bro? Oh. Ey. Ein Zufall. Nein. Oh. Bitte lass den Kopf nicht direkt hin. Nochmal. Aber ich wollte sowieso da wieder langlaufen, weil da macht am meisten Bock. Ja, ja. Das am meisten Content. Ja, wirklich. Da ist die Garantie, dass du sobald ins Bett gehst, am höchsten, ne? Ja, wirklich. Aber Fabo ist jetzt schon 8-mal auf diese Felder gekommen und der lebt auch noch, deswegen weiß ich nicht. Nee, also ist halt auch nicht geil, ja, aber. Ja. Wir durchbrechen die 2000er. Glückwunsch. Digga, heilige Scheiße. Alter, falsch geparkt, Mann. Digga. Mann, der Arme. Dodge einer für mich? Ja, checken die eh nicht. Dass du das so sagst, Basti, ist so krass. Man erkennt da nichts. Checken die nicht. Ja, weißt du, ich war gestern auch dabei. Ja, ich weiß, aber du warst ja auch, ich weiß nicht, das hast du auch in der Forschung mitbekommen, irgendwie, oder nicht? Oder? Ich glaube, das war auch schon mal eine Woche davor in der Challenge auch schon Thema. Ja, der bettelt schon die ganze Zeit. Also zur Erklärung, es geht darum, dass Hugo geblitzt wurde und Stegi soll sich als Hugo ausgeben, damit er das Bußgeld zahlt und auch die Strafe irgendwie weil Hugo in der Probezeit ist einfach und Hugo Aufbauseminar machen müsste und dann fragt er mich, ob ich tanke, weil ich halt schon alt bin. Und bei mir ein Führerschein eh nichts mehr kriegt, weil ich den Ball abgeben muss. Ja, war, hä, wieso ab zu Ende, hä? Junge, der ist so am Leben, der ist schön, ne? Digga, es läuft doch übertrieben. Ja, was willst noch, du? Geht noch, ey. Digga, Fabo, chill mal. Jawoll. Hallo, hallo. Stege, jetzt setz dich so ein bisschen weiter wie beim Knockout-Battle. Oh, nice, der Ja, stimmt schon. Knockout vor allem. Jetzt eine 9. Ja, erstmal bist du nicht mehr dran. Ja, gleich. Nee. Ich chill immer ein bisschen. Oh, ich dachte schon. Der wärst du jetzt raus. Oh, Pain. Und weiter geht's. Immer wieder ins Handy. Und wieder ein bisschen reinchatten da. Mal gucken, wo wer noch streamt gerade. Nein, ich hab das jetzt auf dem iPad an nebenbei übrigens. Damit hier nicht der Stream das Ding. Der Stream, siehst du? Guck mal, ich bin so. Ich hoffe, unser Stream wird einfach immer vor wie dem Game wird einfach immer einfach OBS wird gerade einfach. Nein, du hast dich versprochen. Nein, ich wollte dich jetzt nicht lustig machen über dich. Wie du dich gerade auch richtig verbal darum gewehrt hast, dass du mich auch nicht aussprechen lässt, so. Ja. Jungs, wir machen eine kleine Party im Knast! Mann, ja, ey, wirklich, also das, Alter.
Nie wieder Monopoly, ich deinstalliere das danach, Alter. Ernst. Der ist so voll der Knast. Babo geht auch noch. Nein. Und? Mensch. Oh, ich dachte schon. Ein bisschen langweilig von Babo. Fiete, du bist erst durch Wirpilz auf Twitch gekommen, oder? Quatsch. Nein. Ich dachte, dass du früher YouTube angeguckt hast, ja. Ja, Twitch halt nur ganz nebenbei. Also jetzt ohne Sub, ohne wirklich, also gar nicht. Einfach nur zum Einpennen mehr oder weniger. Aber täglich, würdest du sagen? Nee, auch nicht. Okay. Also ich fand, ich war schon mehr YouTube. Twitch halt nur, wenn... Oh fuck, sorry. Fest jetzt ist nicht schlimm. Digga, chill, ist nicht schlimm. Weißt du doch. Nee, aber ich glotz original hier 25 Sekunden auf meinem Bildschirm und check's nicht. Aber jetzt bist du richtig addicted momentan. Nee, ich bin relativ selten da eigentlich. Musst du mir alles kaputt machen gerade? Meine Illusion? Wieso das denn? Nein, der ist den ganzen Tag auf Twitch. Der steht nur da. Wirklich? Gut. Das ist krass. Ja, ich bin schon viel... Also, sobald ich zu Hause bin, verbringe ich da schon viel Zeit, ja. Aber momentan halt. So. Ist bei uns aber auch so. Wenn wir von der Arbeit kommen. So, ja, jetzt auf Blau. Ich zahle da Geld für, das ist der Unterschied. Oh, nee, ne. Nee, das ist alles gut. Boah, du kannst dir das nicht mehr leisten. Boah. Ja, ich kratze noch ein bisschen, Jungs. Ich bin noch hier. Kannst du dir danke nehmen. Ich bleib noch hier ein bisschen. Ein bisschen Handgeld, Junge. Boah, Fabio, du kannst mir den Bärendienst erweisen gleich. Alter. Ich glaube, den Bärendienst kriegt erstmal Basti. Vamos! Ja, komm. Kopfrechnen? Nö. Egal, ich steh noch. Klar, Junge, solange du zwei Bänder hast. Lauf. Ja. Jetzt. Mann, ey, wirklich, das gibt's nicht. Heiko aber auch mit dem Knast. Alter, Mann. Ich hasse das. Voll doof einfach, so vier Leute bei Orange. Ja, aber ja, du weißt, wie lange das noch dauert? Ich hasse das. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Das passiert jetzt nicht. Fiete, es tut mir aber auch wirklich leid. Ach du Scheiße. Es kracht und pfeift. Boah, 900? Kannst du zahlen. Ich hab's hochgerechnet, kannst du zahlen. Nee, mach rot weg, mach rot. Oh, Pain, ja, nee, das bringt mir gar nichts. Beide roten. Das ist eine Buchstabenfolge, die habe ich selten gesehen in meinem Leben. Zitren. Control. Control, ey, das heißt Control, oder? Zitren. Das ist eine Buchstabenfolge. Control. Ey, das heißt Control, oder? Aber auch die Freunde ja, danach. Mal. Ja, Basti 3K, sorry, Alter. Wow. Ey, Basti, fuck mich so ab. Mann, ich tu ja nicht mal was. Ich hab mich sogar darauf eingelassen, Stegi Orange zu überlassen und trotzdem bin ich jetzt wieder der Wu-Mann. Nein, ich sag, du, das ist das angeborene Gewinnergehen. Ja, das danke dir. Boah, hab ich mich da zusammenreißen. Jetzt rein in die Scheiße, Alter. Warum muss es nicht zusammenreißen? Oh, ich renn voll rein. Oh mein Gott. Aus dem Favo, schön. Was mach ich jetzt mal grad? Mann, Digga, das ist jetzt so scheiße, dass du bei ihm drauf gehst. Jetzt hat der Wichser 3.500. Bro, kannst du mich aufhören zu beleidigen auf einmal? Oh. Ich dachte, ich bin gemutet, sorry. Das war's einfach besser. Das war's besser, ja. Ja, also, hey, sag mir doch mal, beleidige mich doch mal mit dem hinterm Rücken. Also, was mit dir los? Machst du nein, aber, hey, es ist schon 23 Uhr. Nein, das ist jetzt scheiße, weil jetzt kannst du da halt über... Ja, wie das... ist das wieder... Was denn? Was drück ich denn? Ich drücke Enter, hä? Du tust so, als ob ich extra provoziere. Ist das krass, Mann. Aber die Bruder. Ja, GG, Bro. Ich krieg's auch schnell hinter mich. Nächstes Mal wird's besser. Jawohl. Wo ist die Abkürzung? Gleich, Babo, ich bin gleich da. Ja, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Ich warte auf dich mit offenen Armen. Aber du bleibst noch hier zum Quatschen. Eine Runde und dann noch ein bisschen Quatsch. Wow. Okay. Dann bitte noch ein bisschen quatschen. 15 Minuten. Bitte. Ey, und Sophie. Auf Gelb. Ich kann Geld gar nicht kaufen, wenn ich drauf komme. Wenn ich jetzt auf Gelb komme und das nicht kaufen kann, höre ich auf. Hast Glück. Okay. Oh mein Gott. Oh nein, das kann doch nicht. Der hat Dreck am Stecken. Direkt davor tippt. Oh, ein bisschen mehr chillen ist doch auch geil. Oh Mann. Der Arme. Heiko, willst du euch mal eine Straße vormachen? Ja, wie? Oh, zum Glück. Nein, ich wollte kaufen. Oh nein, das war so dumm.
denn da kaufen, aber? Bitte? Ja, kauf mal. Ja, ich wollte halt Häuser kaufen. So. Da, so doof. Oh nein, eine 7. Ja, es ist zu krass. Och, Mann. Kann mir das mal erklären? Das ist doch unfassbar. Alter, das ist so krank. Naja, it's pay to win, Mann. Ich hab das ja schon ein paar Mal gesehen, aber ich dachte immer, das liegt an euch, aber hä? Ich dachte immer, das ist halt so editiert. Wahrscheinlich der verliert trotzdem voll auf, hast du gedacht. Also gedacht, ist doch bestimmt... Ja, es war ja auch sein Channel schließlich so, ne? Kann ja sein, dass er nur die Wins postet, so. Ja, eben. Ey, Alter. Boah, ist das ekelhaft. Vamos! Wir haben eine Mission. Boah, ist das ekelhaft. Viel Spaß, Jungs. Ey, du bleibst doch noch da, oder? Ja, aber ich meine, weil der da jetzt gerade alles... Bist du Quatsch noch? Nein, Fabo, du darfst keine anderen Tabs öffnen, sonst bricht das Spiel zusammen. Ja, wirklich. Nein, Fabo, Mann, ja, Alter, Fabo, Mann. Digga, reiß dich zusammen, was ohne Scheiß. Denn? Du kannst doch die Regeln. Meinte viel Spaß. Ich hab doch nur gesagt, viel Spaß, weil Basti da jetzt gebaut hat wie ein Gestörter. Digga, hey, lass mal. Wir wollen das Gefühl zu Ende spielen, ja? Ich bleib doch hier, chill mal. Ja, bleib mal ein bisschen. Komm, mach da 8. Chill mal ein bisschen. Bitte, öffne Tabs, Fabo. Öffne Tabs, so viel. Ich klick alles, ich mach alles auf, was ich hab auf dem Computer. Aber wenn das Game jetzt crashen würde, ne, dann hat keiner gewonnen. Nein, dann ist es unentschieden. Ja, dann haben wir basically hat jeder von uns gewonnen, ja. Also wahrscheinlich sogar Fabo. Ich glaube. Die Person, die es zum Crashen bringt, halt. Ne, es wäre schon cool, wenn wir mal eine Runde zu Ende gespielt bekommen, Jungs, also. Der riecht den Upload. Mann. Nochmal. Ich will die doch nur haben. Ärgerlich. Jawohl. Du hast überlebt. Jawohl. Oh, jawohl. Aber geht voll, ist nicht so teuer. Komm, lass los. Ich bin echt eins vor Ende. Hätte ich gekauft, wäre echt böse gewesen, aber da merkt man, das ist dumm, unaufmerksam zu sein. Ich brauche hier keinen Quick-Kredit aufnehmen. Das ist echt dumm, unaufmerksam zu sein. Warte, wie viel muss ich bezahlen? 650. Shit. Mach 700 draus. Nee, 600 glatt, glaube ich sogar. Ja, Heiko sieht nicht gut aus, wa? Ja, doch, voll. Nice. Mal gucken, wer hier mit aufs Treppchen kommt. Danke für die Taler. Yes, und bitte kein Pasch, lass mich hier drin. Bro, du hast back to back, aber auch die 4 gewürfelt, wieder. Was ist denn? Das war echt eine komische Animation, oder, gerade? Ja. Die Ketten haben sich gelöst. Es crasht, es bahnt sich an. Das darf man nicht sagen. Och, Mann, ey. Mann, oh. Weiß Fiete eigentlich, was die Windows-Taste ist? Ja. Ja, nicht draufdrücken. Das war nur ein Spaß, nicht draufdrücken. Fiete, es wird auf jeden Fall auch mal passieren, dass dir jemand sagen wird, dass du Alt F4 drücken sollst. Das lässt alle Fenster mal schließen. Mach das bitte niemals. Wenn dir das irgendjemand sagt, tu es nicht. Ja, wie soll ich mir das merken? Außer jetzt gerade. Mach mal jetzt. Du kannst mal jetzt probieren, so weißt du. Die Kombination, die ihr mir durchgebt, und dann soll ich mir Alt 4 merken. Nein, Alt F4, das wirst du nicht checken. Du kannst ja mal probieren, so weißt du. Nein, bitte drück das nicht. Ich sag, du traust dich nicht, ohne Scheiß. Nee, Stege, das zieht bei dir, aber bei mir nicht. Bei mir, denkst du? Ja, das zieht bei Stege. Das zieht mir leider nicht. Ja, glaub mir, da muss es nur um Geld gehen, dann zieht es. Ja, genau. Wenn du jetzt Tabs auf den Tisch legst, okay. Was haben ist das denn? Haben wir es geschafft? Nein! Ich dachte auch, genau. Wir hätten es fast geschafft. Fast. Haben wir es geschafft? Wir müssen noch ein paar mehr Tabs aufmachen. Oh. Boah. Oh, drei Ecken noch. Das Ding ist halt, Fiete, also Heiko wäre fast bankrott an Fiete gegangen, ne? Also ist. Ja, das wäre so krass gewesen. Das wäre Content gewesen. Apropos bankrott. Diese 50 vorne weg tun halt auch extrem weh nochmal, ne? Ja, die tun weh, aber mit Braun kannst du tanken. Huch. Ja, aber mal ganz ernsthaft, Freunde. Doch, es ist doch winnable für dich. 25? Was ist winnable? Okay. Du musst Zitrill drücken. Zitrone. Glaube ich, oder? Das reicht, glaube ich, doch. Es reicht auf jeden Fall. Es gibt keine Häuser mehr. Oh mein Gott. Ich bin tot. Du bist tot. Oh,
Nein! Habt ihr's gehört? Ich bin. Ich kann nicht mehr mitspielen. Nein! Naja, dann ich muss ich schon ins Bett. Möchte mir noch jemand einen Trade anbieten, vielleicht? Ich kann dir drei Monopoly-Dollar geben, wenn du willst. Wir können zusammenlegen. Dann ist es halt vorbei. Oh nee, ist es traurig. Was passiert denn jetzt? Ich wüsste jetzt nicht den Sinn dahinter, ob da Stege was annehmen sollte. Also, er kriegt's ja so oder so, wenn du jetzt bankrott gehst. Eben! Ich bekomme es ja sowieso. Aber ich möchte dir trotzdem, damit wir wenigstens ein Trade miteinander gemacht haben, wo wir uns so viel vorgenommen haben. Okay. Ihr habt euch ja wirklich viel vorgenommen. Wir haben es echt gut gemacht, for real. Ah, perfekt. Ich glaube, ich kann das gar nicht anbieten. Ich kann es nicht mehr anbieten. Sorry, time waste. Ja, drück Bankrott. Moment. Ich suche die End-Taste. Ich glaube, die hast du nicht. Das ist so entfernen, delete, glaube ich. Nee, hat er nicht. Du musst, drück mal unten mit der Maus auf das End-Ding. War mir eine Freude. Gedrückt halten mit der Maus? Ich muss das Tab ein bisschen hochziehen. So, jetzt habe ich's. Oh nein, der hat Tab aufgemacht. Danke. Alter, Fiete, es war sehr geil, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Es war eine gute erste Runde. Danke fürs Mitmachen. Immerhin kriegst du los, das gibt mir schon viel. Ja, Stege hat auch sonst nichts. Ne? Immerhin auch nicht letzter, weil ich mitgespielt habe. Moment. Du wirst jetzt gefragt, ob du die Hypotheken auflösen willst oder behältst. Ich behalte sie, aber trotzdem wurde mir was abgezogen. Ja, das kostet auch was, wenn du sie behalten willst. Warum das denn? Naja, wenn du Schulden übernimmst, dann musst du halt weiter an Schulden zahlen. Mann, ey. Ich hasse Leben. Heiko, wie geht's dir hier gerade in dieser Situation? Sehr gut. Ich will an Basti Platte gehen. An den Bahnhof. Wichtig. Warum? Warum den Bahnhof, Digga? Am Bahnhof, das wird jetzt alles komplett machen. Es gibt einen Feind eigentlich in der Runde. Warum bin ich denn der Also das ist so dumm. Nein, Fiete war's. Es gibt keine Feinde. Fiete, erklärst du ihm. Also guck. Mal ganz ernsthaft jetzt. Guck. Okay, Achtung, das ist so ein Gespräch, setzt euch mal alle hin kurz. Mal ganz ernsthaft jetzt, wir müssen reden. Guck mal, warum ist zum Beispiel Bayern München in der Fußballwelt immer so, dass man sagt, oder dass viele neutrale Zuschauer hoffen, dass die nicht gewinnen? Ja, ich sag mal so. In der Regel gewinnen. Aber hab ich mir nicht hier verdient? Oh mein Gott. Das interessiert ja in erster Linie keinen. Cool. Wo das herkommt, interessiert keinen. Nur der Wille. Ich nehm's halt als Kompliment. Die großen Fallen zu sehen, Basti. Ja, ich verstehe schon, ja. Und wir haben leider, also noch ist es nicht vorbei, aber eine weitere Lehrstunde bekommen, warum das so selten passiert. Basti, ich spiele nie wieder mit dem Monopoly, Du kannst mir nicht erzählen, dass es deine letzte Monopoly-Runde war. Alter, ich spiele nie wieder mit dir. Das wurde ja echt zu einer traurigen Geschichte. Ja. Nein, aber Mann, war voll geil. Aber was genau das jetzt mit Bayern München zu tun hat, habe ich nicht gecheckt bis jetzt gerade. Nee, genau, deswegen. Die Bayern-Referenzen, also die Fußball-Referenzen, die sind gut platziert von Fiete. Das klappt hier nicht. Ich bringe eine bessere, ich finde Basti ist eher so Hoffenheim. Das ist mein Standpunkt hier an der Stelle. Okay, erklär mal, wie du zu dem Standpunkt kommst. Verdammt reich. Alter, der hat seinen Monitor eingespuckt, als er das gesagt hat dazu noch. Verdammt reich! Verdammt reich! Ich hoffe, es war eine gute Fußballreferenz. Ihr müsst die danach immer bewerten, sonst habe ich für die Zukunft daher leider wenig Feedback. Zahl das mal bitte, Dankeschön. Erstmal bist du dran, Maestro. Ja. Da hinten gibt's für mich nichts zu befürchten. Nee? Das juckt mich. Na, Digga, die Bahnhöfe. Naja, aber das ist ja noch was anderes. Ja, Digga, 900 ist nicht viel. Hä? Wie gesagt, wir schieben uns das Geld hin und her. Overall habe ich die besseren aufgestellten Karten. Bis am Ende. Am Ende gewinnt die Bank, meinst du? Richtig. So. Oh. Aber jetzt wird's halt krass. Schauen wir mal. So. Ja, vielleicht schieben wir uns echt ein bisschen das Geld hin und her. Trotzdem Einserpasch. Ich kurz überlegen. Hat Fiete keine Kamera angemacht oder so? Warte mal checken, wie das aussieht. Was hast du gemacht? Ich habe Kamera angemacht. Warte mal gucken, wie das aussieht. Digga, Fiete sitzt da!
Darf er das zeigen? Oh mein Gott. Okay, darf man das zeigen? Darf er raustemmen jetzt? Darf er raustemmen jetzt? Diese Frage sofort, ne? Ja, nein, weil ich frage, bevor ich. Ich sehe schon, dass du rausgetappt bist, Stegi. Ja, nein, ich habe ja drauf geklickt, weil ich hab mich voll erschrocken, als ich da was gesehen habe. Hä, wie könnt ihr den Stream sehen, wenn ihr nicht raustappt? Die sind so. Hey, Stegi ist rausgetappt, das ist ja das. Ich habe einen zweiten PC. Ich hatte gerade richtig Angst, okay, dass das Game gecrashed ist, weil ich rausgetappt bin. Nein, Stegi ist rausgetappt. Das war die Angst. Aber Stegi. Yo. Warte mal. Oh, krieg ich jetzt auch eine Ansage? Bitte. Nicht so hart, also. Ja? Nee. Was sagen Sie hierzu? Ich sehe es gerade nicht. Warte. Mal 2 Sekunden. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist nicht. Oh mein Gott! Digga. Oh mein Gott. Digga. So ein Chef, aber. Digga! Ich hab das hier super eingerichtet, alles. Ich bin sehr stolz. Das sieht Digga, ein bisschen nach Zoom-Meeting aus, aber nach einem professionellen Meeting. Tschüss. So. Wir schauen. Ich bin da back. Ich bin da raus. Okay. Zahle ich gerne. Ich will ein bisschen Glück haben jetzt. Orange hittet leider sehr gut. Komisch eigentlich. Ja, eindeutig. Was machen wir denn mit euch beiden jetzt? Ja, warten bis mal jetzt hier ein bisschen jemand back-to-back. Ah, genau. RNG ist das jetzt. Oder ich nochmal meine, weiß nicht, Hotels renovieren muss oder Häuser renovieren muss. Ja, es hat 700 gekostet. Wichtig. Ja, okay, jetzt bin ich am Arsch. Ich glaube, ich habe verloren ab jetzt. Ja, wow. Nein, ich glaube, for real, es ist ja so. Also weißt du, jetzt ist es wirklich... Okay. Also mal gucken. Also das Spiel haben wir nochmal in der nächsten Runde nochmal, glaube ich. Oh. Aber da ist der Bahnfahrer wieder. Bro, also Retalk Bahnhöfe haben sich heute echt rentiert. Ja. Vor allem, wenn du alle 4 hast, dann. Also stell dir mal vor, du jetzt noch 3, ist schon weitaus weniger. Ja, das knallt. Aber es ist ehrlich gesagt. Aber wir schieben es uns hin und her. Wir schieben, aber 57 geht eigentlich. Eben. Aber wir können halt auch nicht auf. Wir haben es halt so gut verteilt, weil jetzt kommt halt wieder grün mit Gefahrenstelle für dich. Mhm. Und grün hittet auch. Also, das ist halt krass. Digga, 900 ist halt auch noch ein bisschen mehr. Ja. Und blau ist halt nicht so. Ja, doch, blau ist. Kann man nicht so. Ich glaube, blau. Ja, eben. Oh, aber der Akku von diesem Headset ist echt überstrong, ne? Schon. Ich glaube, Fabo, du benutzt es auch, oder? Nee, Fabo ist muted. Fabo benutzt kein Astro, oder? Ich glaube, der hat das Spülkopfhörer, oder? Ja, aber ich glaube, das hat wirklich guten Dings. Ich meine, ich habe das jetzt schon echt 3 Stunden Minimum auf. Ist nur nicht ein Balken Akku weg von 4. Ja, ist echt stark. Boah. 90. Aber mich macht es ja glücklich, dass wir euch zwei wieder so innig in so eine Duo-Session reinbekommen haben. Ja, also das Stegi mit immer eine Runde. Das Stegi mal eine Monopoly-Runde wieder spielt, ist auch mal wieder. Also, das ist ehrlich meine letzte Runde, sage ich mit euch. Ich meine, muss man nachher. Ganz kurz, ich bin immer voll offen für Monopoly. Ich nicht. Also wirklich? Ich nicht mehr. Ich finde Monopoly krass, Mann. Oh mein Gott. Digga, oh mein Gott, ey, Alter. Bei mir sieht man die Zahl da hinten nicht, weil die echt so unscharf ist immer. Hey, ist das bei mir nur so? Ja, es ist wirklich auch unscharf. Ja, das war so ein bisschen zittern. Fabo, was ist dein Main Game, das du spielst? Was ist dein Grund, warum du überhaupt noch hier bist gerade? Also, was hält dich genau Minecraft hier? Hast du heute auch nichts zu tun oder so? Nee, mein Main Game ist auch Minecraft. Okay. Dann lass doch die beiden jetzt hier noch 3 Stunden sich Geld hin und her schieben und wir spielen eine Runde Minecraft. Er hat richtig Bock drauf. Ja, ist schon spät, oder nicht? Wenn du 0 Uhr weg musst? Ja, für einen guten Speedrun reicht's. Ja, aber. Digga, wie er das sagt, Bist du schon auf dem Level, Alter?
Ich weiß nicht mal, wo ich mich bewege, Alter. Ja, ja, aber hast du früher an der Konsole Minecraft gespielt? Ja, also mit Controller spiele ich Minecraft ganz normal. Also. Und auch, hast du schon häufiger durchgespielt und so, oder? Nee, ich habe es nie zielorientiert gespielt. Es war eigentlich immer so ein bisschen entspannt Game und nicht wirklich wissen, was hundertprozentig abgeht. Oh mein Gott. Also zum Beispiel, ich war so immer, wenn Enderman kam, war ich zu 80% tot. Aber ehrlich, 40% in dem Call hier auch. Aber lag's an meinem schlechten Gameplay oder ist es in der Bedrock nicht so leicht, die in dem Boot zu trappen? Also die kommen da schon rein, aber wenn ich die einmal hitte, dann gehen die halt auch wieder raus. Ja, ich glaube, du hast halt viel Java mal wieder gesehen und ich glaube, das ist halt echt, wenn du halt nur Java-Gameplay so siehst und so die ganzen Tricks machen willst, die wir halt immer machen so, dann ist es halt schon ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, das ist ehrlich jetzt viel, viel besser, dass du jetzt die richtige Version spielst. Ja, ich bin auch einmal mit allem, was ich hatte, ohne Bett geplaced zu haben irgendwo, mitten auf der Map gestorben, weil ich dachte, ich kann eine Rakete unter Wasser ziehen. Ja, das geht auch nicht. Ja, ist das krass. Aber rein theoretisch könnte Fiete ja auch mit Controller Java zocken, ne? Ja, aber das ist halt... Wurde mir verboten. Nee, also was... Ja, ist schon Quatsch. Macht schon, ich check schon. Nee, weil aber wenn also, halt Controller gewohnt ist, ne? Nein, aber er ist ja gewohnt, Controller zu benutzen mit eben... Du drückst nach oben, du craftest dann das automatisch. Es ist ja dann... Achso, ja, das geht ja gar nicht, ne? Ja, als Replacer sozusagen, dann machst du den Cursor halt als Maus und das ist halt Quatsch. Ja, stimmt. Ich mach viel zu große Schritte und dann nehme ich jeden Bahnhof gefüllt mit. Digga, also das ist gerade krass. Was geht bei euch eigentlich? Ich check gar nichts. Wir schieben halt echt gut hin und her und das ist ja eigentlich ganz geil. Ja, die ganze Zeit. Aber overall bist du, glaube ich, immer mehr im Plus. Ja, aber es ist halt, also Realtalk bei uns ist gerade plus minus null bei uns, was wir uns immer wieder geben. Na, ich glaube nicht. Ich sag, wie gesagt, ich nehme jeden Bahnhof mit. Ich habe einmal 700, wie gesagt, an dieses Ereignisfeld mit Hotel, ja, Häuser aber renovieren. Der dunkelblaue Hit war gerade sehr, der hat jetzt nochmal gut geholfen. Genau. Aber dafür habe ich wirklich stetig jeden Bahnhof mitgenommen. Das war wirklich crazy. Jo. Ich kenne das eigentlich so, dass man im Knast kein Geld bekommt. Das ist insane. Ich habe meine. Sprich das eigene Erfahrung einfach. Ich zieh meine Strippen. kurze Frage: Wie spielt ihr Mensch ärger dich nicht? Spielt ihr Mensch ärger dich nicht mit nach hinten springen? Was? Was ist? Für nach hinten. Wenn ihr jemanden schlagen könntet, nach hinten. Wow. Alter. Was? Ja, Alter. 1600? Ja, hallo. Aufs Geburtsjahr. Das ganze Geld hab auch ich einfach eingezahlt vom Ding her, ne? Nein, also, was ich meinte ist, wenn ihr jemanden nach hinten schlagen könntet, also ihr könnt jetzt 5 nach vorne gehen, oder ihr könntet genau auf, wenn ihr 5 nach hinten geht und eine 5 gewürfelt habt, könnt ihr jemanden schlagen, dann könntet ihr auch nach 5 nach hinten gehen. Nein. Keiner macht das. Keiner hat so gezockt. Ja, absolut bescheuert. Einfach so richtig übertreiben. So, hä, nein. Nee, aber ich kann das nicht machen. Was für eine Rotzregel, Alter. Alter, chill. Der nimmt's persönlich. Der ist richtig hasserfüllt. Der ist immer noch richtig sauer. Eine Scheißregel. Das ist ja fast so, wie wenn ich hier bei Switch dieses Farbkugelspiel spiele. Das spiele ich ein Scheiß, spiele ich das nochmal. Was soll denn für eine scheiß Kindheit mit der Regel? Oh mein Gott, ey. Oh die 7 davor war auch schön. Nee, der Twist ist, dass Fiete so Mensch ärgerlich nicht spielt. Also. Es ist auch cool. Achso, ja, ist Digga, voll cool. Auf einmal, oha, ja, voll die geile Idee, das mache ich jetzt auch. Mensch, ärgere dich nicht, wäre jetzt cooler gewesen als Monopoly, sage ich. Nein, Digga, überhaupt nicht. Oha, ja. Digga, nur weil du da nichts denken musst. Mann, wenn ihr da wieder sagt, jo, der hat die 80 gewürfelt, der landet auf dem Feld und muss so viel zahlen. Ja, kann man bei Mensch ärgere dich nicht machen. Also da kann man überhaupt nicht voraussehen, wer jetzt gerade wen schlägt oder so. Ich würfel eine 6, ich freue mich schon, du rastest aus. Hör auf zu spoilern. Ich sag, ihr habt... Nee, ja. Ihr habt Mathe-Folge gehabt in der Schule. Ach man, so der ist du. So unfair. Monopoly ist danach deinstalliert. Stegi, vor allem, ich bin mit einer 7 rausgekommen, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ach man. Ich sag jetzt, ist gleich over. Ich denk auch. Also, so over ist noch nicht, weil ich halt sau viel verkaufen kann, so, aber. Abo, manifestier es einfach. Bitte. Ich kann das auch nicht mehr. Ich kaufe jetzt aber extra mal nicht, weil ich habe keinen Bock, dass jetzt diese Auktion startet, dieses Buggy. Das ist echt nervig. Boah, einfach Ehrenmann. Bitte, ist so sauer. Oh Mann. Nee, ist Versorgung. Echt? Das ist das Sekt. Oh.
Jawohl, ich will nicht 60 zählen. Oh, Friede, dein Song wird gerade gespielt. Was ist mein Song? Country Roads. Ja, ja, Country Roads. Ja, geil. Ja, geil. Was ist mein Song? I gave up forever to touch you. I give up forever to touch you. Puh. Schlau gemacht. Cause I know that you feel. Mach das clever. Köpfchen spielen. Oh. Ist ein Pasch jetzt gut, Sticky gerade? Nein, ist immer scheiße. Ja, moin, ey, jawohl. Diese Karten in Instants gibt's, ne? Ja, ich wollte es ich nicht mehr lesen. Ich hab gedacht, dann ist es so. Boah, jetzt sowas Kleines wäre mal crazy. Jo, jo. Muss aber auch nicht. Bist du schneller bei Blau? Zweier Pasch. Boah, ich dachte schon einer Pasch. Ja, der wäre noch human. Oh. Hey, geil! Oh Mann! Hat der gedodged. Oh, da hatte ich jetzt mal gerade Glück gehabt. Hilfe. Philipp, was sind denn noch so Spiele, die du dir mal wünschst, hier zu spielen? Counter-Strike einfach. Call of Duty Zombie-Modus. Battlefield. Oh, gute Frage. Codename hast du gesagt, ne? Hättest du geil gefunden? Bro, Alter, nee, wieso lachst du hier? Alter, Digga. What? Das ist so krank. Ach, Mann. Hey, hättest du echt Codenames geil gefunden, oder was? Ja, Codenames sehr nice. Können wir bei Retalk auch mal machen. Aber solche Spiele wie Codenames hast du schon früher gespielt, einfach. Was sagst du? So Codenames dann hast du schon mal gespielt, immer. Ja, aber tatsächlich ein bisschen anders als ihr. Also so, ich gehe dann in so ein Geschäft und hol mir dieses Brettspiel und dann treffe ich mit Freunden. Ja, ja. Und nein, dann setze ich mich hier so an den Tisch und dann packe ich das auf den Tisch und dann spiele ich mit denen das so am Tisch. So, das ist echt crazy. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie witzig das ist. Es ist so ein bisschen so ein kleiner Front gerade ein bisschen nebenbei, ne? Also. Digga, wer sitzt hier gerade bis 0 Uhr einfach und streamt nicht mal, hä? Und ist schon, guckt schon seit 4 Stunden zu, weil er raus ist, hä, Fiete? Ja, genau. Und hat währenddessen 5 Streams offen, in die er reinchattet. Hey, was geht bei euch so? I'm trying. I'm just trying, bro. Also Gabe ist immer noch nicht. Das Ding ist, Stegi, du hast es nicht mitbekommen, aber es ist tatsächlich bei. Ach, er hat sich schon CS runtergeladen. Echt jetzt? Ja, nein. CS ist drauf. CS ist drauf, doch. CS ist drauf. Das Ding ist halt nur, ich sag dir ehrlich, ich glaube nicht, dass du ihn dazu bekommst. Eine Runde CS und er wird danach auch sagen, er wird es deinstallieren. Nein, das ist ja jemand anderes dabei, weißt du? Das ist ja dann huiuiui. Ah, oh, weiß ich nicht, Basti, sag ich dir ehrlich. Meinst du? Guck! Der, Basti, das liegt an dir. Das ist das Problem. Wie viel hast du gewollt dafür für das 1-1. Ding gerade? Ja, dann nimm das. Sag dir dann liebe Grüße, ne? Oh mein Gott, wie ärgerlich. Oh wie God. Ärgerlich. Aber das ist halt dann noch die ganze Zeit der Unterschied von Basti zu uns. Also. Ja. Scheiß auf. Basti. Nee, hält ruhig weiter. Nein. Basti ist mein Bruder, das mache ich nicht. Weißt du, dass ich jetzt ein bisschen, dass ich nochmal versuche, ein bisschen Stimmung zu bringen? Oh mein Gott, ja, ich bin ruhig. Was für Stimmung? Wo ist das Stimmung einfach denn in meines Hand zu dodgen? Überstimmung. Wisst ihr, was übertrieben sick wäre jetzt? Ja, was kommt denn jetzt, Alter? Wenn Basti jetzt noch zweimal auf dem Feld von Stegi kommt und richtig viel Geld zurückzahlen muss, dass das Ganze noch ein bisschen spannend wird, gleich. Oh mein Gott, ich hab falsch rumgeklickt, oder? Übersick. Ja, oh mein Gott. Also imagine, wenn wir das jetzt so rauszögern, dass das eventuell, wer weiß, eine Stunde dauert. So eine historisch lange Runde wird noch. Heiko, danke dir für den Raid. Wir wären einfach alle dabei gewesen. Heiko ist auch gerne. Zu mir hast du doch gesagt, ich soll hier bleiben. Ja, ich raid jetzt auch rüber. Oh mein. Ne, aber dann muss ich raustappen. Nee, ich mach nicht. Ja, wo soll ich hin raiden? Bist du einfach rausgetappt, Heiko? Ich bin schon 500 Mal rausgekommen. Digga, Heiko, der abgeschlossen. Voll riskant, traust du dich das? Ey! Ja, niemals, das ist nicht passiert. Geil, let's und go. Ist, Digga, jetzt hab ich halt instant verloren. Das ist so Kirsche ein Abfuck. Auf der Torte, ne? Digga, könnt ihr was richtig oft rein raustappen kurz? Das wär so geil jetzt. Hey, wieso müssen wir jetzt auf das Ding bieten? Ach, weil das die Regel ist, hast du gesagt, ne? Nein, also, weil ich zur Auktion das freigegeben hab.
Warum hast du so Auktionen frei? Ach, Digga, ich weiß noch immer. Oh mein Gott. Digga, du bist so ein schlechter Spieler. Du bist so ein schlechter Spieler, wirklich. So ein schlechter, Alter. Ist das krass. Ach, Mann, ey. Warum jetzt macht Deckel drauf? Ist das insane, Mann. Und das ist jetzt, viele wiederholen mal das mit unsympathischer Monopoly-Spieler. Ich distanziere mich hier vollkommen, ich habe hier gar nichts mehr mit zu tun. Ich lade mir nebenbei so viele Sachen möglich. Der lädt sich alle wieder. Ich lade mir so viele Sachen hier gerade auf dem PC, Alter. Du versuchst den Virus so schnell wie es geht zu haben, dass alles vorbei ist. Alles runter wurde, sieht jeden Download-Button, der klickt. CPU-Temperatur 92 Grad, wird mal dann weiter, scheißegal. Digga, Fiente, Alter. Digga, Fiente. Du lädst dir gerade vor real einfach Counter-Strike noch runter und alles. Hat der schon? Nee, Counter-Strike habe ich schon drauf. Da habe ich diesen Bad Lion-Stuff neu runtergeladen. Was habe ich denn noch? Diese Epic Games Launcher runter, Twitch Video runtergeladen, alles mal ein bisschen organisiert. Spotify ist jetzt drauf, war auch wichtig nebenbei. Das habe ich im Spiel schon gemacht. Digga, du bist so am Ende, Alter. Weil hier, wie heißt dieses Chatterino, müsst ihr mir gleich nochmal helfen, da hakt irgendwas. Digga, du bist so gut. Da hakt irgendwas. Da war ich nochmal ein Support. Digga, warum ist das so? Oh. Basti, warum hast du eigentlich einen Stift in der Hand? Das ist so krass. Hab ich irgendwie krass. Die ganze Zeit, ich weiß nicht. Ja, und der schreibt gerade irgendwelche Rechnungen. Nee, ich mach nebenbei so Notizen beim Spielen. So Pen-Spinning oder was? Nee, ich schreib so ein bisschen noch nebenbei ein bisschen was auf. So, Spiel ist vorbei. Ich drücke aufgeben, okay? Na, okay. Bitte. Nee, du gehst nochmal aufs E-Werk. Ich weiß. Alter. Ich hab's mir gewünscht, dass es vorbei ist. Boah, jetzt knass ist echt nervig. Oh. Digga. Das ist krank. Es ist echt krank. Es ist wie, ich check das auch nicht. War noch ein paar mehr. Junge, aus dem Knast wird da noch ein Haus gebaut. Oh mein Gott, ey. Schön, dass wir mal wieder Monopoly gespielt haben. Ja, war richtig nice heute. Morgen wieder den ganzen Tag nur scheiß TikTok, Digga. Ich geh mir die Scheiße hier nicht mehr. Das Problem morgen ist, ich krieg... Challenge stehe ich jetzt nicht dabei. Ja, morgen, ich sehe schon, ich habe euch jetzt ein bisschen vergrault auch von Challenges. Ja, TikTok enttäuscht mich nicht so sehr wie diese Würfel. Warum gib mir noch die 20 Dollar da drinne? Nee, morgen mal vielleicht echt eine Challenge-Pause so. Wie? Ja, oder nicht? Na, okay. Dann... aktiviere ich mal Hugo und Wichtiger. Oh, Digga, what the bitte, fuck. Mann! Digga, ich drücke Hugo und Wichtiger können auch nicht. Ich kann das doch nicht mehr. Die sind auch im Marathon, die laufen durch Luxemburg. Stimmt. Zedix kann auch nicht, der ist auch dabei. Oh. Oh, endlich ist was passiert. Oh nein, willst du mich verarschen? Nein, ey, es reicht doch wirklich. Kein Bock mehr. Ich gehe jetzt auf Grün, jetzt ist vorbei. Der geht in den Knast. Ja! Ey, bitte, Mann. Ja! Digga, jetzt wird direkt weitergemacht hier. So, sorry hier, tut mir leid, dass ich eben euch weggemacht habe. Natürlich mache ich euch hier wieder direkt. So. Und du noch hier, dann passt das. Und let's go. Digga, wenn du dieses rechts dieses Disco-Fenster so groß wird. Digga, Feed ist wirklich wie so, ich weiß nicht, wie so ein Wildcard gewinnt, der heute einfach mal dabei ist, so im Call. Wie er sich über diese Kamera. Hallo. Wege, du musst mir gleich mal sagen, so was so Licht hier, Lichtverhältnis und so angeht. Da fragst du Stegi. Ja klar. Ich finde das so nicht schlecht schon, aber halt wenn du jetzt streamen willst, würde ich es nicht machen. Das reicht, das war zu viel jetzt gerade. Ich bin wieder drüber. Fabo, ich danke dir für deinen Raid. Fabo. Ich kann das nicht wirklich. Was denn? Wieso schaut er sich so um und wieso läuft er jetzt einfach weg? Ich check gar nichts. Ja, ich will wissen, wie ich das Licht hier gut hinbekomme. Das ist auch richtig kacke, wow. Du müsstest, Ja, diese Dinger mir hier hinterstellen, die mir ins Gesicht...
Nee, Blenden, du kannst so Softboxen auch einfach an die Wand, also an die Wand, wo dann dein Monitor steht. Das würde auch schon genug ausleuchten. Eine oder links, rechts? Eine reicht. Alles klar. Ja, ich dachte, wir machen alle mal die Facecam an. Würde ich witzig finden, so ein bisschen persönlicheres Gameplay hier. Oh mein Gott, ich tue es, okay? Ist für euch okay, wenn ich bankrott gehe? Nee, hä? Nicht eben. Nein, das ist okay für mich. Nein, weil Basti, wir haben eigentlich die Regel, halt nicht zu früh aufzugeben, aber es ist dann am Also vorbei, wir sitzen oder? Hier seit 3 Stunden, ich glaube, das passt schon. Ja, mach weiter, komm, verkauf. Das Ding ist, Real Talk machen, also du kannst wirklich, du kannst immer noch gewinnen. Also jetzt dumm gesagt, aber... Basti, das meinen wir mit unsympathisch, genau das. Ey, weißt du was, hättest du jetzt einfach gesagt, so hör auf, ja. Und ich sag, okay, ich mach weiter. Aber du hast gesagt, nee, weißt du was, mach weiter. Ja, okay, Bro, aber es ist ja wirklich so, dass du noch gewinnen kannst. Du hast immer noch, du hättest rein tut immer noch Häuser gehabt. So, schnell raus. Ja, hier, aber ich habe auch so vier. Gewonnen, weil ich hab noch Restzeit, so, die ich genießen kann. Aber schöne Runde. Ja. Danke, Jungs. Vielen lieben Dank. Voll Jawohl. Schöne Runde. Alter, danke für die Deals am Anfang und so. Lasst ein Like da und Wundere dich nicht, wenn mein Profilbild davor zu bald weg ist. Ja, da werde ich bestimmt weinen.